Zeugs ändert nichts an dem, was ist. Die Lebensangst, die in dir auftaucht, die ein Gefühl auslöst, weil du darauf reagierst, das sind ja kleine Reizauslöser. Hm. Da muss bloß, das geht über, jetzt wieder normal gesprochen, über Monate läuft es super und dann am Vorbeigehen schnappst du irgendeinen Bericht über Lebensversicherung oder was auch, jetzt als Beispiel, sofort kriegst du wieder Zweifel und was meine Altersversorgung, du bist schon wieder in der Zukunft. Und das löst sich komplett auf, wenn du wirklich im Hier und Jetzt bist, dass dir nicht nur intellektuell jetzt bewusst ist, dass du begriffen hast, du was ich definiere immer begreifen, ist noch nicht verstanden. Um die Metapher nochmal zu machen, wenn du was begriffen hast, erscheint dir schon was logisch. Das ist ungefähr so, wie wenn du am Computer sitzt und du liest jetzt irgendwo was von einem Programm, wo dich interessiert, für Videobearbeitung, egal was, wo man sehr viel Sachen machen kann, das kostenlos ist. Du sagst, das probiere ich einmal aus und du lädst dir das Programm aus dem Internet, praktisch aus dem Innersten, heraus auf deinem persönlichen Computer. Dann hast du das schon drauf. Das ist, wenn du was intellektuell begriffen hast. Du wirst aber damit nicht arbeiten können, wenn du es nicht installierst. Das heißt, erst wenn es installiert ist, hast du es verstanden, dann kannst du das auch benutzen. Und wenn ich jetzt tausendmal sage, Ärger, wenn du zwanghaft auf Ärger reagierst, mit Ärger auf irgendwas reagierst, auf einen Reizauslöser, ändert es ja nichts an dem, was ist. Wenn dir was runterfällt, wenn du ein Kratzer ins Auto fährst, wenn man ein Auto hat, es ändert ja nichts. Du fühlst dich schlecht. Und das Problem ist, wenn du dich beobachtest, wirst du feststellen, dass deine Logik immer dir genau erklärt wird, was daran schuld ist, dass du dich schlecht fühlst. Das Einzige, was immer außen vor bleibt, ist dein eigenes Interpretationssystem, das die eigentliche Ursache ist. Du hättest nämlich prinzipiell die Freiheit, wenn du deine Logik erweiterst, wie ich das nenne, nicht so zu reagieren, wie du reagierst. Oder du hättest auch die Freiheit, dich nicht um morgen zu sorgen. Darum ist dieser Satz, sorge dich nicht um morgen, ist unheimlich wichtig, weil morgen wird nichts passieren. Es wird nicht einmal in 5 Minuten was passieren oder in einer halben Stunde. Versuche mal in einer halben Stunde dieses Gespräch zu beenden. Wenn du es beendest, beendest du es jetzt. Und wenn du es anfängst, fängst du es jetzt an. Dass du das begriffen hast, ist mir vollkommen klar. Hast du es schon installiert, ist es schon verstanden. Wenn es verstanden ist, hast du keine Fragen mehr. Ja, ich merke, wie ich das ständig weiterschiebe, so wie du sagst, ja, das du Sterben verlängern. Ja, du spendest Leben des Jahren. Weißt du, das Ganze, das ist ja, keiner merkt doch mehr jetzt in deinen Gesprächen, wie du inspiriert bist. Du weißt, wie auf dich an, du bist in irgendeinem Gespräch als Jan, wir denken uns jetzt den Jan aus und einen Gesprächspartner aus und dann tauchen Fragen auf und Jan ist ja auch meistens in so einem Erklärmodus und dann lässt du es fließen. Und dann stellt jetzt dein Gegenüber in Jan sein Gegenüber, es sind ja beide sind ja dein Gegenüber, du denkst ja den Jan genauso aus wie den Gesprächspartner. Also da müssen wir schon mal diese Stufe höher gehen und dann fällt dir spontan ein Beispiel ein, wo du bringst, und wenn du der Beobachter bist, wirst du feststellen, dass du das als Beobachter, sprich jetzt in Form vom Jan, genauso zum ersten Mal hörst wie dein Gegenüber. Weil du letztendlich extrem inspiriert bist. Die Inspiration kriegst du durch Neugier. Es ist eben, wissende Menschen sind nicht neugierig, weil die wissen ja schon alles. Und man muss einfach immer nur genau werden. Die Genauigkeit, die ich zurzeit als Brüssel-Ude in einem Traum am Tag lebe, ist bei Weitem noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist ein Anpassen an deine Aufnahmefähigkeit. Ich sage immer wieder, wenn man diese Gespräche hört, die Wiederholungen, die sind so unheimlich wichtig jetzt. Immer in Bezug auf das persönliche Leben. Der erste große Unterschied, das ist, was wirklich Holofeeling von allem unterscheidet, dass ich, wenn ich als Brüssel-Udo auftauche, immer darauf hinweise, ich erkläre es nur den, der mich jetzt sprechen hört, beziehungsweise der mich ausdenkt. Das ist der Einzige, der mich interessiert. Weil der nämlich etwas nicht Denkbares ist. Und da wirst du dann merken, dass die Figuren in einem Traum, das ist ein Kommen und Gehen, das klingt so unendlich herzlos, aber genau das ist die wirkliche Liebe. Der geistige Allesfresser werden, der von Moment zu Moment alles wieder zurücknimmt, was er sich ausgedacht hat, um was Neues vor sich hinzustellen, als Vorstellung.
Und mehr ist es nicht. Und das ist jetzt der Unterschied, ob ich das bloß begriffen habe, wenn ich das erzähle, weil ich rede ja immer, ich sage die wesentlichen Aussagen, sagst du mal, die sind 100% sicher, sofort von jedem Kind überprüft. Wenn du nur verstanden hast, jeder Gedanke, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Gedanken. Wenn du die Metapher der 200 Gramm rote Gnede wirklich verstanden hast, dann müsste ich die nicht laufend wiederholen. Du glaubst, das verstanden zu haben, aber dann wärst du, ich kann jetzt nicht einmal sagen, problemfrei, weil die Probleme sind ja dein Leben. Mhm. Merkst du, das Problem ist auch schon wieder so ein negatives Wort. Das Vorgelegte, das sind die Gedankenwellen. Darum heißt der Probleme altlateinisch, auch wenn man tiefer gräbt, heißt auch das Vorgebirge. Dann sieht man dann hier unseren Sinus. Jetzt im Chat übrigens so interessant hier diese, ich sage jetzt bewusst einmal die mathematischen Fragen, die noch nicht gelöst sind, die Riemann-Gleichung und so weiter und so fort. Das ist alles Hirnwichse. Das sind Sackgassen, wo man sich hineindenkt, wo Hirngespinste sind, die in deinem praktischen Leben überhaupt nichts bringen, außer dass dein Ego aufgeblasen wird. Vollkommen uninteressantes Zeug. Diese überstudierten Menschen, die letztendlich nur Rezitiertchen sind, da ist kein Allereinzig, oder der Redo hat es reingestellt mit diesem Philosoph, weiß nicht, ob du dir die Mühe gemacht hast, da was reinzuzappen. Dieses Video hier über die zwei Physiker und die zwei Philosophen, die miteinander diskutieren. Nee. Hast du es auch schon zumindest reingezappt? Nö, nee, ich krieg da aus dem großen Chat eigentlich nichts mit raus. Ja, das ist, wenn man das anschaut, das ist es wirklich wert. Warte mal schnell, ich tue mal das ganz kurz. War doch erst. Das ist das Riemann-Zeug. Ach, nee, muss ich das so. Den hier meine ich. Ich stelle dir den einmal rein. Musst du nicht anschauen, Amaretto. Das, um das gleich vorne weg zu machen. Es ist so geistloses Geschwätz, wenn du das siehst, diese reiner, purer Materialismus. Die Philosophen sind genauso Materialisten und sie rezitieren einfach nur Wissen und setzen das in eine Wirklichkeit. Die Physiker von ihren Urknalldenken, den sie sich jetzt ausdenken. Jetzt frage ich dich, kann irgendein Mensch sich einen Urknall ausdenken, kann man den entdecken, wenn er das nicht vorher von irgendjemandem hört? Er rezitiert, das ist Schwamminhalt. Und ich sage, selbst wenn der Erste, der sich das ausdenkt, der hat es zwar nicht von einem von ihm ausgedachten Menschen gehört, aber es muss ihm ja einfallen. Weißt du, was ich meine? Ja, der Informationsinhalt ist irrelevant, ja. Das heißt, wenn ich sage, der Schwamminhalt, das ist auch eine ganz, ganz einfache Metapher. Aber dass solche Sachen, Mendeleische Periodensystem, zeig mir Wassermoleküle, wie will das irgendjemand entdecken? Das heißt, jeder, die Masse, die du dir jetzt ausdenkst, die das behauptet, das erst einmal, weil es von dir ausgedacht wird. Du bist der träumende Geist. Einfache Metapher. Es gibt keinen Menschen, der in dir in Erscheinung treten könnte, der irgendwo anders sein könnte, wie du in dir ausdenkst. Solange du glaubst, du bist der Trockennasenaffe, macht das keinen Sinn. Solange du jetzt aber sagst, ich bin kein Trockennasenaffe, kein sterbliches Säugetier, sondern ein träumender Geist, der bist du natürlich auch nicht. Du bist der, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Immer dran denken, der, der mich jetzt sprechen hört, dieser Geist, der mich jetzt ausdenkt, der sich in Amaretto ausdenkt, der ist etwas, dem ist es nicht möglich, selbst in Erscheinung zu treten, ohne sich zu einem Gedanken von sich selbst zu machen. Ein Satz, der es unheimlich in sich hat. Es sind deine Informationen und die unterliegen einem ständigen Wechsel. Und diese Informationen hängen zuerst einmal davon ab, wer du zu sein glaubst. Das ist komplett austauschbar. Und du spielst dieses Leben unbewusst. Das ist jetzt die große Chance, du kannst anfangen, das bewusst zu spielen, was aber nicht heißt, dass du irgendwas verändern könntest. Selbst wenn du jetzt sagst, ich bin ein träumender Geist, bist du immer noch nicht in der Lage, deinen Traum zu verändern. Du hast keinen Einfluss drauf. Hm.
Es ist also, wenn du das ganze Holofeeling verfolgst, und ich mache jetzt ein Zeitfenster auf, das erste Bestreben, die ersten Jahre war zu erklären, dass du nicht die geringste Freiheit hast. Speisekartenbeispiel und so weiter, gibt es tausende Beispiele, die das eindeutig hundertprozentig sicher beweisen, wenn man diese Gedankengänge mitgeht. Und mit dieser Erkenntnis, ich sage immer, mein anderer Jan, der Jan Jakob, der hat dann nochmal den Satz geprägt, der ist in Einfalt, die einzige Freiheit, die ich habe, ist erkennen zu dürfen und zu akzeptieren, dass ich keine Freiheit habe. Ja. Das ist ein Riesenschritt für Menschen, die meinen, die hätten eine eigene Meinung. Und ich sag dann drauf, und selbst das muss dir einfallen. Dir muss sogar einfallen, dass du keine eigene Freiheit hast, dass du das erkennst. Ja. Aber jetzt kommt der große Witz, du weißt doch, umso mehr wir die Seite groß machen, wird die Seite auch groß. Das heißt, in dieser Erkenntnis und Akzeptanz der absoluten Unfreiheit in Bezug auf das, was du bisher zu sein geglaubt hast, öffnet sich in dir eine vollkommen neue Freiheit. Die wirkliche Freiheit. Es ist wie mit der Glückseligkeit. Jede Glückseligkeit, Jan, die in Verbindung steht mit irgendwas ausgedacht. Oder jedes Glück, dessen Ursache, der Auslöser irgendwas Ausgedachtes ist, ist zwangsläufig vergänglich, weil alles Ausgedachte vergänglich ist. Wenn du ewige Glückseligkeit erleben willst, muss diese ewige Glückseligkeit mit etwas in Verbindung stehen, was nicht existieren kann. Weil das einmal die Grundvoraussetzung für Ewigkeit ist. Das gilt auch für das, der ewiges Leben erlebt. Das Leben selber ist nie ewig, das dauert immer nur einen Moment. Da gibt es keine chronologische Zeit. Wir können ein Zeitfenster aufspannen. Diese simplen Beispiele. Denk dir, das ist jetzt der Zeiger bei YouTube. Ich lasse einmal ein Video abspielen. Eine Sekunde. Jetzt lasse ich eine andere Tondatei oder Video abspielen. 1000 Jahre. Haben die 1000 Jahre länger gedauert wie die Sekunde? Beides existiert nur, wenn du es denkst. Dann hast du eine Vorstellung. Ich muss einmal ganz, ganz alt in die Schublade greifen. Früher habe ich immer wieder gesagt, wenn du jetzt an eine Erdkugel denkst, ist diese Erdkugel, die du dir denkst, diese gedachte Erdkugel in deinem Kopf, ist die größer wie ein Sandmann oder ein Dom? Oder ist es bloß eine größere Vorstellung? Wie groß ist die eigentlich in deinem Kopf? Kann die Erdkugel in deinem Kopf, die jetzt rein ein Gedanke ist, als Ding an sich größer sein wie das Sandkorn? Du denkst, jetzt hast du mal bloß eine Kugel. Das eine denkst du dir halt groß und das andere denkst du dir klein. Und 1000 Jahre denkst du dir oder die Ewigkeit denkst du dir unendlich lang und eine Sekunde oder eine Mikrosekunde unendlich kurz. Aber es sind Vorstellungen. Was sind die Vorstellungen als Ding an sich? Nichts. Das ist alles hundertprozentig sicher, wenn du die 4 Stufen der Vergessenheit verstanden hast. In Bezug auf Gedanken, darum wiederhole ich das immer wieder, in Bezug auf Gedanken, ob ich jetzt eine Information von mir Gedanke nenne, ob ich das Information nenne, oder ich nenne das Mensch oder Stein oder Haus oder Berg oder Erdkugel. Es sind alles, das heißt jetzt einmal jetzt im Moment Gedanken. Oder Informationen, das sind nur unterschiedliche Worte für etwas, was ich beschreibe, was verstanden werden muss. Das ist immer, wenn ich sage, jeden Menschen, den du denkst, ich bleibe jetzt nur im Bereich des Denkens. Dasselbe gilt aber auch für sinnlich wahrgenommene Menschen, wie ich immer sage, die auf deiner VR-Brille erscheinen, die sind genauso Informationen, da wirkt halt so massiv diese 4 Stufen der Vergessenheit. Über die gibt's auch nichts zu diskutieren, dass du merkst, dass du selbst deine Informationen interpretierst, ständig. Das reine intellektuelle Wissen bringt dich kein bisschen weiter. Weisheit ist was ganz was anderes wie Wissen. Und solange ich nur mit Interpretationsmaschinen zu tun habe, das ist auch selbst, wenn du jetzt was erklärst, wenn jetzt der Udo ist nur ein Gedanke von dir. Eine Information, ein Pixelmännchen, du hörst einen Lautsprecher zu. Darum sind so Sätze, die müssen wir tiefer erforschen. Zum Beispiel einer von diesen tausenden extrem weisen Sätze von mir, Kritik, die irgendjemand in dir äußert. Ob du denn jetzt denkst, weil du rezitierst, weil du was gelesen hast,
Da hast du dir nicht einmal gehört, wenn du jetzt irgendeinen Zeitungsartikel liest und dann sagst du, der hat das kritisiert oder der hat das gesagt. Und das ist hochinteressant, dass man immer wieder so blind ist. Man meint, irgendwas erkannt zu haben. Ich kenne da so viele kleine Geschichten, die erzählen. Da war jetzt zum Beispiel in der Bild-Zeitung, ich mache mal eine raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte bei unserem Dampfershop. Ich mache mal so was Weltliches. In der Bild-Zeitung vorige Woche oder was war ein großer Bericht, halbe Seite fast, Amerika, 100 Menschen sind gestorben am Dampfen. Dampfen ist tödlich. Mhm. Okay, jetzt das Kleingedruckte haben die gar nicht so mitgekriegt, dass die sich hier DHC und unsaubere Drogen eingemischt haben. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Cocktail mache und ich tue in Cola Arsen rein und plötzlich trinken die Leute das und dann große Überschrift, Cola ist tödlich, 100 Menschen sind gestorben. Das, was sich in die Köpfe dieser Idioten reinfrisst, jetzt gehen wir mal von normalen Menschen aus, ich spreche jetzt normal, ich sage Gedanken, die ich mir ausdenke, können sowieso nichts begreifen oder tun, ist einfach nur dieser Kontext, diese Überschrift, diese Grundbehauptung, ein großer Trick der Bildzeitung der Manipulation. Der Außen ist übrigens keiner, der dich manipuliert. Aber ich mache jetzt erst diese Geschichte gar fertig. Und das ist natürlich, wenn du dich damit beschäftigst und ich sage dann immer wieder was, weil der hat einen Dampferladen, mein Frenki, was hast du für ein Problem? Und da wirst du merken, da gibt es also hier für Sucht, Vorbeugung gibt es ein deutsches Institut für Suchtvorbeugung und da ist ein Interview von dem Chef drin und der sagt, es ist für ihn ein allereinziges großes Rätsel, was hier für eine Riesenhass auf E-Zigaretten sind. Er kann es überhaupt nicht verstehen. Es ist die einzigen Länder in Europa, die da nicht mitmachen, ist glaube ich England auf jeden Fall und die Schweiz. Dass also das Europa Gesundheitsamt, das sitzt in London, das hat eindeutig festgestellt und das immer wieder zu sagen, da gibt es noch keine Untersuchungen. Jetzt der von der Suchtvorbeuge, der sagt, dass E-Zigaretten mindestens 95% weniger schädlich sind wie normale Zigaretten. Und der bezieht jetzt das auf Liquids mit Nikotin. Man kann ja ohne Nikotin auch dampfen, dann ist es wie ein Bonbon. Hm. Okay? Und jetzt, wenn ich jetzt nur das Nikotin einzeln nehme, was die Leute gar nicht klar ist, Nikotin ist als reines Suchtgift, ich nenne es einmal so. Das ist, ich rede jetzt von absolut, wenn du nachforschst in deinen Archiven, wie ich das immer nenne, es ist weniger schädlich wie Alkohol für einen menschlichen Körper, es ist immer eine Frage der Dosis. Wir haben ja so Suchtgifte, Alkohol, Koffein, Nikotin. Nikotin als Ding an sich selber liegt in der Größenordnung von Koffein. Es wird sich kein Mensch trauen, über Kaffee oder über Alkohol herzuziehen, über das Bier herzuziehen. Ich habe sogar schon gehört, dass Nikotin überhaupt nicht süchtig machen kann. Kann nicht süchtig machen. Da gibt's auch genügend Versuche, wird bloß alles verschwiegen. Du lebst, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema, steige ich jetzt nicht drauf ein. Gibt es also ganz klare Untersuchungen, dass man Menschen, Nichtraucher, hat man Nikotin zugeführt in Form von Nikotinkaugummi oder Nikotinpflaster. Und zwar die Menge, die ein Raucher hat, der täglich eine Schachtel Zigarette raucht. Mhm. Dann wurde das abgesetzt, der hatte null Entzug. Aber also, ich kenne ja auch keinen, der süchtig ist nach Nikotinkaugummis oder so. Das eben, darum sage ich ja, wenn du jetzt das Rauchen süchtig, was ich jetzt merke, meine Marion, raumzeitliche Geschichte, die raucht seit 8 Wochen nicht mehr. Die hat seit ihrem 18. Lebensjahr, glaube ich, geraucht. Und die hat, sagt sie, sie will nicht mehr. Ich habe mich ja da nie hineingewischt, lass den Film so laufen, wie er ist. Und dann, wie aus dem Nichts, sagt sie, ich will nicht mehr. Dann hat es natürlich auch zum Dampfen angefangen. Ich bin ja reiner Genussdampfer. Ich dampfe in der Regel ohne Nikotin. Aber nicht, weil ich mag so gern Pfeifentabakaromen. Da ist ein bisschen drin, aber minimal, dass das ein Rauch vom Mundgefühl her an. Das ist nicht welcher Nikotin. Und die habe ich jetzt die letzten Wochen, die hat natürlich mit Nikotin angefangen. Und die habe ich jetzt runtergefahren und die raucht schon seit Wochen mit null Nikotin und die weiß das gar nicht. Und die zuzelt an ihren Stäbchen, das ist rein dieser Nuckelcharakter, diesen Mechanismus, wo man hat, wenn man das hier ein Leben lang, wenn man das fast 35 Jahre lang macht. Verstehst du? Da hat sie sich umgestellt, dass ich sage, du brauchst das eigentlich gar nicht mehr. Das sind bloß deine Automatismen. Aber darum geht's gar nicht, weil ich ja immer wieder sage, lass den Film laufen. Was mir darum geht, ist, dass du der Beobachter wirst. Und dann ist gerade auch hier diese ganzen Themen, egal wo du mitmachst, du kannst dich ja nur beobachten, wie du für was bist oder gegen was bist. Aber ja, das bestimmst nicht du,
Und wenn ich du sage, ich meine immer den, der mich jetzt sprechen hört, diesen Geist, nicht die Person, die du zu sein glaubst, mit der unterhalte ich mich gar nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, du bist der Udo, rede ich die ganze Zeit mit einem Computer ohne Bild. Das ist ein Selbstgespräch. Wieso ist es ein Selbstgespräch? Weil ich immer wieder sage, ich, rot geschrieben, höre mich jetzt sprechen. Ich höre den Udo jetzt sprechen. Hm. Bist du schon ich? Dieses Ich wird aber nie behaupten, ich bin der Udo. Der Udo ist ein Gedanke von mir. So wie jeder andere, den ich mir ausdenke. Wie jedes Ding, das ich mir ausdenke. Das ist ein Kommen und Gehen von Gedanken. Das ist eine ganz hundertprozentig präzise Beschreibung von dem, was du bist. Du bist immer das, was du zu sehen bekommst, unterliegt einem ständigen Wechsel von Augenblick zu Augenblick. Das eigentliche Problem, das Vorgelegte, ist dein Leben. Das ist kein Problem, sondern das macht dich lebendig. Das ist hundertprozentig sicher und du kannst nur schauen, wie mächtig der zweite in dir ist, der noch Ziele anstrebt. Aber ich wollte eigentlich noch ganz kurz das fertig machen. Die Geschichte mit den Dampfen ist mir jetzt gar nicht gegangen. Ich muss ja immer zuerst einmal der Grundlage bringen, dass ich dir einen Kern mitteilen kann, worum es mir darum gegangen ist. Also gut, diese Geschichte im Dampfershop. Ich nenne jetzt den einfach mal unseren Frenki. Der ist sehr in den alternativen Szenen in diesen Zeiten und haut dann immer Sachen raus. Und ich sage immer, die ist gar nicht klar. Jetzt, wo du das mit dem Dampfen, dass das eine reine Lüge ist, wo du dich gnadenlos drüber auflegst, weil du so einen Dampferladen hast, weißt du, dass 95% all der Sachen, die du am Stammtisch auf raushaust, dass du die genauso oberflächlich aufgeschnappt hast und nicht überprüft hast, wie jetzt, was du den anderen vorwirfst? Wir sitzen zum Beispiel hier in einem Straßencafé, er hat seine Dampfgeräte in der Hand und dann kommt eine ältere Frau vorbei, ganz hochinteressant. Und dann bleibt die stehen, die schaut ihn an mit einem ernsten Gesicht und sagt, sie wissen schon, dass das tödlich ist. Und er lächelt dann und sagt, sie haben wohl die Bildzeitung gelesen. Und genau das habe ich aufgeregt und sage, ich schau, Frenki, und wenn du jetzt irgendwelche Weisheiten von dir gibst, die bestehen wirklich zu über 90% auf genau solche Seiten, die du aufgeschnappt hast, wo du genauso wenig Ahnung hast, wie Leute, die jetzt das, die Überschrift bloß lesen und dann ihre Meinung haben. Und jetzt könnte ich wieder, wie alt diese Weisheit von mir ist, raumzeitlich gesprochen, 20 Jahre zurückgehen. Und da habe ich schon ein Beispiel, wo ich sage, du sitzt beim Zahnarzt im Wartezimmer, blätterst in einen Lesezirkel. Und da überfliegst du, ich sage in einer drittklassigen Informationsquelle, überfliegst du irgendeinen Artikel, wo drin steht, an der Universität sowieso haben sie das und das jetzt entdeckt oder herausgefunden. Du überfliegst bloß den Artikel, gut, du vergisst die Sache schon längst ein halbes Jahr später, bist du irgendwo eingeladen oder triffst auf jemanden, es taucht dieses Thema auf und er behauptet etwas, was dem, was du gelesen hast, widerspricht und du fängst mit ihm zu diskutieren und zum Streiten an, dass er nicht recht hat, weil du weißt ja. Völlig ohne Grundlage, ja. Wer, weil du irgendwo im Überfliegen in einer drittklassigen Informationsquelle, in einem Frauenzirkel oder in einem Lesezirkel, in einer Anzeige, in einem Ding gelesen hast, an der Universität sowieso hat man das und das entdeckt oder gemacht. Und weißt du, dass jeder normale Mensch so funktioniert? Ja. Und wer keine Schuld hat, werfe ich den ersten Stein. Das ist der Schwamminhalt. Und jetzt ist die Informationsquelle wird nicht besser, wenn du Physikbücher nimmst. Es ist angelesenes Wissen. Was ist meine Meinung? Was ist mein Wissen? Es ist nicht mein Wissen, es ist eine nicht meine Meinung, sondern eine Anderung. Es ist das Wissen meiner Lehrer, meiner Erzieher, meiner Umwelt, wo ich groß geworden bin. Als Trockennasenaffe jetzt bewusst ausgedacht. Der Schwamm, der vollgesogen wird. Der ist voll austauschbar. Das heißt, sobald du mit irgendjemandem um einen Standpunkt diskutierst, muss dir eins klar sein, hättest du denn so einen Schwamminhalt, wäre alles, was der behauptet, für dich vollkommen logisch und das, was du glaubst, wäre für dich vollkommen unlogisch. Es treffen bloß zwei nicht kompatible Computerprogramme aufeinander. Das erfordert Demut. Ja, und das erfordert Demut. Zuerst einmal zu akzeptieren, dass jeder aus seiner Logik heraus vollkommen recht hat. Jeder, egal was er behauptet. Jetzt komme ich zur Kritik.
wenn in deinem Traum irgendein Mensch, irgendeine Figur, ein Zeitungsartikel, eine Kritik äußert, sagt das überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Es sagt alles aus über den Glauben des Kritikers, über den einseitigen Glauben des Kritikers. Weil Kritik ist immer eine Bewertung, ist immer eine Waagschale, wo ich sage, das ist richtig oder verkehrt. Aber über das, was kritisiert wird, sagt es überhaupt nichts aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel behaupte, Bananen schmecken gut, dann nützt dir das überhaupt nichts, wenn du noch nie in deinem Leben eine Banane gegessen hast. Verstehst du, was ich meine? Es kann sein, dass du jetzt das erste Mal eine Banane in den Mund nimmst und du sagst, die schmeckt mir nicht, die süß oder was auch immer. Das ist immer wieder so die große Entscheidung, dass die großen Menschen, es bleiben Sachen, die du durch deinen Intellekt aufschmeißt. Und wenn ich jetzt gerade diese Naturwissenschaft oder die Religion, darum ist es so wichtig, dass Leute so oberflächlich in ihren Filtern, wie ich das nenne, in ihren Vorurteilen hängen. Das, was ich dir mitteile, ich nicht der Lautsprecher, ich bin nicht jetzt dieser Lautsprecher, den du sprechen hörst. Ja. Ich bin auch nicht das Pixelmännchen, das ist wichtig. Überragt alles an menschlicher, von dir ausgedachter Trockennasenweisheit und wirklich um geistliche Welt. Und es ist nicht für irgendwelche Gedanken von dir gedacht. Mich interessieren deine Gedanken nur am Rande, im wahrsten Sinne des Wortes. Was mich interessiert, ist der Denker. Und nicht einmal der interessiert mich, sondern der, der sich jetzt diesen Denker ausdenkt, den er ich nenne. Und dieser Denker ist jetzt der mächtigste, der in deiner Welt existiert. Wer ist mächtig in der Welt? Da müssen wir zuerst einmal klären, was hast du für eine Vorstellung bei dem Wort Welt? Und jetzt schaust du, was dein Programm dir für Vorstellungen reinspielt, wer da mächtig ist. Die Politiker, das Kapital, die Illuminaten, die Rothschilds, wer bestimmt das? Alles Stellvertreter. Ich sag immer, stilles Eingeständnis und Schweigen. Weißt du, jedes Mal, ich habe so viele unterschiedliche kleine Sätze und ich sage, dieser Satz ist unheimlich wichtig. Jeder Satz von mir ist wichtig. Ein Denker ist prinzipiell, sollte dir einleuchten. Wenn dir das nicht einleuchtet, bist du sowieso ein Nichts. Nicht wert, dass du überlebst. Ein Denker ist prinzipiell immer mächtiger wie seine Gedanken. Weil er ist der Schöpfer seiner Gedanken und alles, was er denkt, wird immer genauso für ihn in Erscheinung treten, wie er sich das denkt. Es ist auch immer nur dann da, wenn er sich's denkt. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kommt natürlich das Problem, dass sich ein Denker Leute denkt, Leute mit ihm. MT, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres. Der denkt sich Leute aus und meint, die Leute sind mächtiger wie er selbst. Warum? Weil er sich mit einem Gedanken von sich verwechselt. Ich sage immer, wenn ein Mächtiger auftaucht, entsteht im selben Moment mindestens ein Ohnmächtiger. Wenn man in Ohnmacht gefallen ist, dann hat man sein Bewusstsein verloren. Das man eigentlich gar nicht verlieren kann, man kann es bloß vergessen. Man kann vergessen, was man ist, und das passiert in dem Moment, wenn man sich mit einem Gedanken, den man sich denkt, verwechselt und sagt, das bin ich. Was das, wenn du das verstanden hast, nicht begriffen, haben das viele, die ich mir jetzt ausdenke, die angeblich Holofeeling machen. Und da schmunzle ich bloß, weil meine Gedanken niemals was verstehen können. Du wirst es dann verstehen, wenn du begreifst, dass du ich bist. Wer ist ich? Ich ist der, der jetzt den Udo sprechen hört, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Also ich höre den Udo jetzt sprechen, ich denke mir aus, bist du schon ich? Ich ist nicht mehr das, was du bisher zu sein geglaubt hast. Und diesen Weg, diesen Verstandesweg zu gehen, erfordert nicht das Geringste, dass du an deinem jetzigen gespielten Leben, deiner Rolle was veränderst. Wie ich immer schon sage, du musst nirgends eintreten, austreten, da mische ich mich auch prinzipiell nicht ein. Da ist jedes Leben ist komplett anders und das ist wie wenn man durch einen Zoo geht. Das Jahrenleben ist ein hochinteressantes Leben, jedes Leben ist ein ganz besonderes Leben. In jedem Leben lernst du was anders. Du hast zum Beispiel in dem Jahren ich drücke mich anders aus, ich in meinen Jahren leben, da viele auch Drogenerfahrungen machen, kenne ich im Udo-Leben überhaupt nicht.
Jetzt ist natürlich bei mir nochmal die Zeiten anders. Wenn ich jetzt Udo-Leben nehme, war ja 70er Jahre, da ist ja an jeder Party, wo gefeiert wurde, wurde gekifft. Ja. Ich habe noch niemals als Udo jetzt in der Personifizierung als Udo an einer Haschzigarette gezogen. Aber nicht, weil ich das ablehne oder Angst habe, ich konnte den Krug nicht ab. Hab mich noch nie interessiert, habe überhaupt keine Drogenerfahrung, außer ein Rausch natürlich, Alkohol, und man feiert. Aber macht jetzt das in Jahren zum besseren Menschen, weil er diese Erfahrung hat, die der Udo nicht hat? Macht überhaupt keinen Unterschied. Es sind Sackgassen, sind alle Sackgassen. Ja, so ist es doch im Endeffekt. Natürlich scheint es verschiedene Bücher zu geben, aber im Endeffekt ist doch die Strecke, die dieser eine geht, in allen Büchern dieselbe Strecke, ne? Es sind nur Spiegelungen. Es sind immer wieder in jedem hast du neue Blickwinkel und neue Facetten, die du lernst. Aber das ist ja auch, was in der Frage ist mit dir, das Leben lastet schwer auf seinen Schultern. Das ist schon mal, wenn man das jetzt negativ auslegt und dann implodiert es am Ende ja wieder. Das ist dieser Erwachungsprozess. Aber dass das mit den Büchern, auch das wurde oft von mir angesprochen, dass du in jedem Leben machst du Erfahrungen. Du nimmst immer nur die Erfahrung als Ding an sich mit, aber nicht die Erinnerung. Um eine Erfahrung zu machen, musst du dich personifiziert räumen. Mein Standardbeispiel ist, du hast jetzt reden wir wieder normal, als Jan, als kleiner Junge, irgendwann einmal, das erste Mal wurdest du konfrontiert, du Geist natürlich, niemals die Information, als Geist in der Form des Menschen, der du jetzt zu sein glaubst, Mensch blau geschrieben, Körper, wurdest du das erste Mal meinetwegen mit dem Gefühl sauer konfrontiert, dass du in der Zitrone bissen hast oder Zitronensaft im Mund gekriegt hast und du hast das Gesicht verzogen. Okay? Das heißt, war das erste Mal, dass in dir die Information sauer aufgetaucht ist, die natürlich immer in Verbindung dann mit deiner Person steht in dem Traum und so weiter und so weiter. Du weißt hundertprozentig nicht mehr, wenn du jetzt versuchst, dich zurückzuerinnern, wann du das erste Mal mit dem Gefühl sauer in diesem Leben konfrontiert wurdest. Aber du weißt seitdem, was sauer ist. Das heißt, du nimmst nur dieses Wissen mit, aber nicht mehr die Situation, wo du das gelernt hast. Ja. Und das ist jetzt das Wichtige mit den Büchern, wenn Bücher gelesen sind. Es geht, wenn du das, was du zu lernen hast, gelernt hast, ist die Metapher nicht mehr, ich könnte auch das auf Sprichwörter beziehen, dieses der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht oder Lügen haben kurze Beine oder was man, wie man auch immer das ausdrücken. Da steckt ja eine Metapher dahinter, ich mache das einmal in Klartextworten, du kannst so lange lügen und betrügen, wie du willst, aber irgendwann einmal wirst du dafür bezahlen müssen. Ja. Okay? Dieses ist ein Wissen, das sich in dir installiert, in welcher Art und Weise du diese Erfahrung jetzt machst, in welchem Leben oder wie sich das immer wieder wiederholt, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das wird sich so lange in unterschiedlichen Formen wiederholen, jetzt nicht nur als Sprichwörter, sondern auch in gelebten Situationen, bis du das verstanden hast. Und die Vervollkommnung, wo ich immer wieder sage, kann ich was verändern, ohne was zu verändern? Das ist die große Kunst, das ist die Sache, ich kann was vervollkommnen. Aber da muss ich zuerst einmal wissen, wo ich hin will. Und das ist natürlich jetzt eine Schwierigkeit, dass das Hauptproblem ist, dass du als Geist immer der Mittelpunkt bist von dem, was du dir ausdenkst. Hör die vorhergehenden Selbstgespräche immer wieder an. Das heißt, du bist der Mittelpunkt deiner Welt. Und dein Leben, ich drück's anders aus, der Körper, den du hast, bisher hast du geglaubt, du bist dieser Körper, Trockennasen auf dem Körper, sterbliche Säugetier, das sich im Laufe des Lebens vom Säugling bis zum Greis verändert. Dieser Körper. Das ist nicht so. Die Veränderung ist immer hier und jetzt, weil es keine Zeit gibt und dein Körper ist deine Traumwelt. Das ist die Stufe, wo du jetzt begreifen musst. Alles, was ich zu sehen bekomme, bezieht sich jetzt nicht, wenn ich sage, das bin ich, auf diesen Körper. Ich sehe ja immer bloß einen Körper. Wenn ich an den Körper denke, jetzt ist wieder so eine Sache, der Körper ist wie die Wohnung. Das ist so elementar wichtig, diese Ungenauigkeit im Denken, dieser Satz, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Viele Sachen, die ihr angeblich seht, die könnt ihr prinzipbedingt nicht sehen. Ich sage immer bloß, du hast noch nie deine Küche gesehen, deine Heimatstadt, deine Wohnung. Das sind Dinge, die kann man nicht sehen, das sind Kollektionen. Wie willst du eine Wohnung anschauen?
Wenn du die anschaust, wenn du Bilder kriegst, dann können wir jetzt sagen, wir fangen bei der Küche an. Wo ist der Rest der Wohnung, wenn du die Küche dir anschaust? Aber kannst du die Küche dir eigentlich anschauen? Die Küche ist doch schon wieder eine Kollektion. Zeig mir deine Küche, ich werde dir beweisen, du kannst die überhaupt nicht sehen. Weil wenn wir in der Küche drin stehen, egal wo du hinschaust, hast du ein Bild, eine Information. Und ich könnte jetzt sagen, das ist ein Herd, das ist ein Fenster, das ist ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank ist keine Küche, ein Herd ist keine Küche. Du weißt, was ich meine. Was jetzt wie eine philosophische Spinnerei klingt, ist elementar wichtig, weil wenn du da sehr, sehr genau weißt, was du feststellst, was für einen Wahn du eigentlich lebst, du kannst wissen, was etwas ist, eine Kollektion. Ich kann wissen, was Wetter ist. Ich kann Wetter aber nicht sehen. All die Beispiele, wo ich immer wieder wiederhole, sagt zu einem normalen Menschen, zeig mir Wetter. Aber behaupte mal irgendwo, Wetter kann man nicht sehen, dann sagen jeder, du spinnst ja. Das ist ganz normal, wenn du der Erste bist. Das heißt, der Erste ist für mich symbolisch ein Name für den, der nur das behauptet, was man hier und jetzt sofort überprüfen kann. Ich bin der Erste. Für die normalen Menschen, die zu 99% sich hundertprozentig sicher sind, dass Sachen existieren, die noch nie einer gesehen hat und die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, prinzipbedingt. Das ist eigentlich ganz, ganz schlimm. Die sind natürlich hundertprozentig sicher, dass der Erste bloß ein Schwätzer und eine Spinne ist. Obwohl der nur das behauptet, was jeder sofort überprüfen könnte. Und da frag dich einmal, wie arg das dann liegt in deinem Glauben, in deinem Wissen. Dazu gehört jeder religiöse Mensch. Darum betone ich immer wieder, das, was ich dir erzähle, ist weder religiöses noch esoterisches und schon gar kein vollkommen geistloses naturwissenschaftliches Geschwätz, das du nachplapperst und Vorstellungen in dir erzeugst, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, was du auch gar nicht mehr überprüfen willst, weil das ja bewiesen ist von irgendwelchen Gescheiten. Dann hörst du dir jetzt dann gerade dieses Video an von den zwei Physikprofessoren und den zwei Philosophieprofessoren, die hier diskutieren über Gott und die Welt. Es ist reiner, hundertprozentiger, purer, geistloser Materialismus. Jeder rezitiert Wissen, habe ich aus das Buch heraus. Das gilt alles, wir wissen ja schon, seit wann hat das angefangen mit der Philosophie? Vor 6000 Jahren. Nein, das ist wesentlich älter, das hat vor 6000 Jahren schon menschliche Philosophie gegeben. Solche Sachen hauen die raus, wie tote Maschinen, wie ein Computer, den man programmiert hat. Ist es nicht wert, das sind die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, dass du dir drüber den Kopf zerbrichst. Schlecht wird, wenn man sich jetzt drüber aufregt. Was ich als Udo gerne tue, aber nur gespielterweise, weil ich ein guter Schauspieler bin. Du hast ja beim letzten Mal, wo wir telefoniert haben, hast du ja viele Sachen erzählt, die ja auf den ersten Blick so raumzeitlich klingen. Ich habe ja gemerkt, dass du da nicht über Bundeswehr eigentlich redest, sondern eigentlich auch eine geistige Entwicklung erklärst, anhand von Bildergeschichten sozusagen. Immer. Und jetzt ist es natürlich bei der Hans-Geschichte auch so. Du hast ja jetzt natürlich erzählt, was dieses schwer auf den Schultern bedeutet, aber es bedeutet ich ja... Ich hab's angerissen, ganz kurz. Ja, genau, also es gibt ja noch... Was ist der Kern, was ist der eigentliche Kern der Hans-Geschichte? Was ist das Wesentliche an der ganzen Geschichte? Also für mich symbolisiert diese Geschichte so den letzten Moment auf Erden. Ah, darum geht's gar nicht. Der Kern ist diese Stelle, wo der Hans ja sucht. Und das ist erst einmal der Wahn des Menschen zu glauben, ich will ja nichts Verkehrtes glauben. Ach so, ja, von Anfang an. Dann stellt er fest, dass im tiefsten Innern eigentlich alle Religionen dasselbe ausdrücken. Ja. Im tiefsten Innern kann. Aber sobald es spezialisiert wird, sagst du mal, dass das Christentum zerplatzt, wenn du dann fragst, was bist du, und er sagt, er ist ein Christ, und du fragst ihn, was für einer? Wie viele verschiedene christliche Strömungen gibt es? Steht irgendwo in den Offenbarungen genau, bist du ein Zeuge Jehovas, ein Katholik, bla bla bla, dasselbe Spiel gibt es auch hier, auch im Koran steht, dass die heilige Lehre des Korans hier in über 70 Strömungen zerbricht, mittlerweile gibt es noch wesentlich mehr. Der Koran ist genauso eine heilige Schrift wie alle anderen heiligen Schriften. Das Problem sind immer die Übersetzer. Das heißt, jeder hat irgendein Papst oder ein Guru oder ein, ob das jetzt Schiiten sind, ob wir das jetzt Papst nennen,
einen Bischof nennen, einen Weihbischof nennen. Es ist immer wieder irgendeiner, der die Schriften auslegt, und die werden immer nur einseitig ausgelegt. Auf jeden Fall, dieser Hans in dieser Geschichte stellt fest, dass er die Wahrheit nicht in den Religionen findet, weil die so zerrissen sind, obwohl die eigentlich alle irgendwie im tiefsten Kern die Schriften selber dasselbe erzählen. Also flüchtet er sich in die Naturwissenschaft, weil bei der Naturwissenschaft ist ja alles bewiesen, so hat man ihm das in der Schule erklärt. Kann ja alles berechnen. Plötzlich taucht die Quantenmechanik auf. Die Anfänge der Quantenmechanik. 8 quantenmechanische Strömungen. Mittlerweile gibt's noch mehr, die sich wieder komplett widersprechen. Dann haben wir den Einstein, der Quantenmechanik widerspricht. Also man kann das arithmetisch, ich sage jetzt bewusst arithmetisch und nicht mathematisch. Das Problem ist schon, wenn immer irgendwelche reden und die reden von Mathematik. Ich fange jetzt nicht nochmal an, was Mathematik heißt. Das sollte klar sein. Das Problem ist die Mathematik. Mathe, das gelernte Wissen, das dich zu einem Dummkopf macht. Mathematikos. Dieses Wissen, das Frame, in das du dich reinsperrst als Mensch. Auch deins, auch das Jahn-Wissen ist ein Frame. Auch wenn da schon Holofeeling mit drin ist. Das Holofeeling, das du bis jetzt kennst, das ist wirklich eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung. Es bleibt, wir sind immer noch auf der Basic-Ebene. Ich versuche dir Windows zu erklären. Als höherwertigeres Betriebssystem, das allumfassend ist. Ist natürlich Windows auch noch nicht. Gibt's ja noch Linux und Apple und so weiter und so weiter. Aber dass du zuerst einmal weißt, was logische Systeme sind. Die können kompatibel sein oder nicht kompatibel sein. Da wirst du merken, das reißt diese Eigenartigkeit des Glaubens. Dieses, was ich so oft zitiere, dieser Einstein, der als Jude, denk an das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel, der sich als gläubiger Jude, wie er sich selber betrachtet hat, hinstellt und sagt, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr am Himmel ist, wenn ich nicht hinschaue. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die dir auffallen sollen. Du sollst diese Gedanken, die ich in dir auftauchen lasse, in deinem überrealistischen Traum nicht irgendwie bekämpfen. Du sollst dich freuen, wenn dir wieder ein Fehler auffällt. Auf jeden Fall dieser Hans, der stellt jetzt fest, dass dort dasselbe Problem ist, dass die Physiker ja auch laufend diskutieren, was richtig ist und was verkehrt ist. Das dürfte mit dem Tassenbeispiel schon vom Tisch sein. Das sind alles Fragen, diese drei Fragensätze, die werde ich jetzt immer mehr aufgreifen. Es geht in dem Leben, in jedem Leben, egal welches Leben du lebst, das ist natürlich jetzt wieder Materialist schon wieder lächeln, weil er sagt, ich habe ja bloß eins, der spricht sich am Tod am Ende zu und dann ist es vorbei, kriegt er von mir, kein Problem. Natürlich nicht der Geist, der mit dieser Logik arbeitet. Der ist dann in dieser ständigen Reinkarnation. Der wird ein scheiß Leben nach dem nächsten kriegen, solange bis er anfängt, sich für das Wesentliche zu interessieren, nämlich für sich selbst. Die große Frage, was bin ich? Kann ich ein Gedanke von mir sein? Ein ganz einfacher Satz. Stützt dir jeder gebildete Materialist, jeder Pfarrer ab. Garantiere ich dir. Diese Frage zu klären, da wirst du keine Antworten finden in irgendeiner Frageformulierung, wie ich das nenne, Frage der Kategorie 1. Ich wiederhole es nochmal, ja genau zu. Zu Fragen gehören immer Antworten. Interessant sind schon die hebräischen Wörter für Fragen und Antworten, wenn wir uns die anschauen. Was bedeutet das hebräische Wort, was ist das deutsche Wort Frage, was ist das hebräische und was ist das Antwort? Antwort auf hebräisch, dasselbe Wort kannst du heraussuchen, heißt auch misshandeln. Quälen, sich foltern. Das gilt für alle, die eine einseitige Antwort erwarten. Es ist Selbstenteiligung. Mist ist ja immer die Frau. Logische Antworten sind immer einseitig. Aber ich mache das Fragen der Kategorie 1, beziehen sich immer auf irgendwelche ausgedachte Dinge oder auf irgendwelche ausgedachte Orte oder auf irgendwelche ausgedachte Zeitpunkte. Wann wurde der geboren? Wann war der Griech? Was ist ein Atom? Ausgedachtes Ding, ausgedachter Ort, ausgedachtes Zeitpunkt. Diese Fragen, die Antworten, werden dich niemals erklären, was du selbst bist. Also können wir die komplett vergessen, für das Wesentliche, der Sinn des Lebens ist zu erkennen, was bin ich selbst. Da nützen dir Fragen der Kategorie 1 überhaupt nichts, auch wenn du die Antworten kriegst, die führen dich nur in Sackgassen. In vergängliche Sachen, weil es um vergängliche Erscheinungen geht und um Dinge, die irgendwo anders sind, räumlich oder zeitlich. Dann kommen wir zur Frage der Kategorie 2. Dazu gehören die entsprechenden Antworten. Das ist einmal ganz einfach gesagt. Das sind Fragen, wo du immer eine Einseitigkeit erwartest. Zum Beispiel, wenn ich dich frage, ist jetzt das richtig oder verkehrt?
wenn der Fragesteller als Antwort ein Ja oder Nein erwartet oder aus einer Kollektion von Möglichkeiten bloß eins davon als Antwort gelten lassen will. Ich mache mal Fragen der Kategorie 2. Ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer oder ein Klo? Merkst du, wie sinnlos diese Fragen sind? Egal welche Antwort du kriegst, sie ist falsch. Sie ist unvollkommen. Ich sage unvollkommen, besser wie falsch. Ist jetzt der Henkel an der Tasse rechts oder links? Stimmt es oder stimmt es nicht? Ist jetzt an einem Dach hell oder dunkel? Du wirst irgendwann einmal erkennen, dass alle menschlichen Fragen sich in der Kategorie 1 und 2 bewegen. Vollkommen geistloses Geschwätz. Jetzt kommen wir zur Synthese, das ist These, Antithese. Und jetzt kommen wir zur Synthese, das sind die Fragen der Kategorie 3 und die sind eigentlich schon alle beantwortet. Da gibt es immer dieselben Antworten. Warum ist das jetzt so? Antwort ist ganz einfach, das ist, weil ich mir das jetzt denke. Weil ich mir das jetzt denke. Wo ist es passiert? Immer jetzt. Immer hier. Wann ist es passiert? Immer hier und immer jetzt. Egal, wo du das räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist hier und jetzt deine Information. Das ist der Grundkern für Holophilie. Das ist hundertprozentig sicher. Ob jetzt hier 45er Krieg zu Ende gegangen ist und Nürnberg in Trümmern gelegt ist, das ist alles Kategorie 1, 2 Wissen, das du nachplapperst. Jetzt du speziell. Du musst immer unterscheiden, ob du was mit eigenen Augen gesehen oder erlebt hast innerhalb deines Lebens. Das Wichtigste, was ich jetzt sage, du musst dir vorstellen, wenn du selber dieses Spiel machst, ich stehe jetzt vor einem göttlichen Richter. Und ich weiß, auf Meinheit steht eine extreme Strafe. Kann ich das beschwören? Das ist doch kein Drohgebärde. Es ist doch das Einfachste der Welt, wenn mich einer fragt, dass ich dann das äußere, was ich weiß. Okay, ich bin als Zeuge geladen. Ich stehe unter Eid. Kann ich beschwören, dass ich von meiner Mutter geboren wurde? Selbst mit dem Wissen eines Trockennasenaffen kann ich nicht beschwören, weil ich mich nicht daran erinnere. Es ist logisch, es könnte aber sein, dass die mich adoptiert haben. Mit Holophilien geht jetzt das natürlich noch weiter. Ich bleibe jetzt, so habe ich gesagt, wir sind einmal in dem Normalmenschlichen. Mit Holophilien geht es noch einen ganzen Schritt weiter, weil ich dann sage, ich verwechsel mich ja schon wieder mit einem Gedanken von mir. Wo kommst du her? Das sind so elementare Fragen bei Holophilien. Ich frage den Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Ich frage jetzt nicht den Menschen, der du zu sein glaubst. Der Mensch, der du zu sein glaubst, der kommt aus dir. Der Körper entsteht ja erst, wenn du ihn dir ausdenkst. Dann ist er um dich herum. Aber wisse Sachen, wie oft grübelst du über irgendwelche Themen nach, wo nicht ein Hauch an Gedanke an deinen Körper ist? Jetzt kannst du dir bloß einmal bewusst machen, ist in mir noch der Glaube, dass mein Körper immer noch da ist, auch wenn ich nicht an ihn denke. In mir ist er immer. Aber er taucht an der Oberfläche auf. Dieses Spiel der Transversalen, der vertikalen Aufbau des Lebens, das muss man immer wieder wiederholen. Das ist ein Unterschied, ob du das begriffen hast oder ob das installiert ist. Wenn das installiert ist, wenn du es verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Schon gar nicht vor deiner Auflösung. Was übrigens ein vollkommenes Ding der Unmöglichkeit ist. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Das ist eine absolute göttliche Versicherung. Du bist ewiger. Du kannst dich nicht einmal wegmachen, wenn du wolltest. Du kannst deinen Körper wegmachen. Du kannst versuchen, deinen Körper zu zerstören, von einer Klippe runterspringen, du wirst bloß wieder wach. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn du ich bist, weißt du es auch. Es ist ein Spiel, das Leben ist ein Spiel. Es ist wie die Filmfacetten. Der Autor, die Ideen, wenn man Filmzitate zitiert, was zitierst du eigentlich? Film ist ja so oft gibt ja ganz geistreiche Filmzitate. Sind es die Zitate von dem Pixelmännchen, von die Zitate von dem Lautsprecher, wenn du dir einen Film anschaust, der in dem Moment jetzt innerhalb meines logischen Konstruktprogrammes eigentlich die Geräusche wiedergibt, diese Worte wiedergibt? Sind es Zitate, jetzt denken wir an Schauspieler aus. Magst du logisches Konstrukt, wenn ich einen Film anschaue, muss ja irgendwann vorher ein Schauspieler gewesen sein. Ich sage dann immer als Uwe, es ist unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Es gibt kein Vorher.
Das war das, wo ich gerade gesagt habe, versuche mal in 5 Minuten das Gespräch zu beenden. Meinst du, dass das Gespräch in der Vergangenheit aufgenommen wurde? Also wir, zumindest der Jan und der Udo, wir sind uns jetzt hundertprozentig sicher mit diesen zwei logischen Systemen, dass das jetzt aufgenommen wird. Wenn es aufgenommen wird, ich gehe mal davon aus, du zeichnest es auf. Ja. Es wird jetzt aufgenommen und du kannst dir das bloß jetzt anhören. Der Rest ist ein logisches Konstrukt. Was passiert, passiert immer jetzt. Wann passiert etwas? Immer jetzt. Egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Es ist hier und jetzt deine Information in deinem roten Kopf. Nicht in dem blauen Kopf, den du dir ausdenkst, weil der die meiste Zeit gar nicht existiert. Dieses Spiel mit dem Gehirn. Gehirn ist doch auch bloß ein Gedanke. Wie kannst du glauben, dass du von einem Gehirn abstammst? Ohne mein Gehirn wird es mich ja nicht geben. Merkst du, wie unendlich entgeistigt sich die Figuren in deinem Traum haben? Wer ist schuld? Wer ist schuld? Doch ich. Die Welt, die du erlebst, ist die Welt, die du dir ausdenkst mit deinen Inderessen. Das ist eine komplett eigene Welt. Ganz im Anfang, in Ich Bin Du, heißt es, wenn Menschen träumen, damit meine ich jetzt Adam, rot geschrieben. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das ist spannendes Leben. Weißt du, das ist ein Kommen und Gehen. Das ist Mitleid, wenn ich das erzähle. Mitleid ist so unendlich sinnlos. Sympathie. Empathie ist noch sinnloser. Weil keiner weiß, was das Wort bedeutet. Ich habe es zigfach erklärt. Jeder weiß bloß das, was er gelesen hat. Mitgefühl. Du leidest mit Dingen mit, die selber als Dinge an sich gar nicht leiden können. Vermehrst du durch in dir das Leid. Es klingt jetzt wieder herzlos, aber jetzt kommt diese Spiegelung, dass du irgendwann einmal die Kehrseite als die richtige ansehen musst und erst wenn du alles, was für dich bisher verkehrt erschienen ist, wenn du auch in der Lage bist, es genauso hundertprozentig sicher als Richtung, als richtig anzusehen, wirst du erkennen, dass alles, was du bisher als hundertprozentig richtig angesehen hast, eigentlich auch verkehrt ist. Das ist die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, auf einer höheren Ebene, das vollkommen Neues ergibt. Und diese höhere Ebene erreichst du bloß durch Vervollkommnung. Wir denken unseren Kreis. Kann ich den Kreis verändern, ohne das Geringste an diesem Kreis zu verändern? Da muss ich mir jetzt erst einmal klar machen, dass ein Kreis eine Fläche ist. Und ich brauche jetzt ein Gegenteil dazu. Ein Kreis ist vollkommen ohne Ecken, obwohl das genau genommen ein Unendlicheck ist. Erkläre ich jetzt aber nicht. Es gibt keinen Kreis, es gibt bloß ein Unendlicheck. Habe ich auch zigfach schon erklärt. Klingt wieder komplizierter. Das sind alles die berühmten Quadrate mit 3 Strichen zeichnen. Wenn du die Lösung hast, sagst du, Mensch, bin ich neben dir gestanden. Jetzt mache ich dazu das Gegenteil, nämlich etwas, was vollkommen keine Krümmung mehr hat, sondern ein Dreieck. Das ist was ganz was anderes wie ein Kreis. Die muss ich jetzt nebeneinander hinstellen, weil das widerspricht sich ja. Ein Kreis ist vollkommen ohne Ecken. Nochmal, genau genommen aber ein Unendlicheck. Und ein Dreieck hat 3 Ecken. Es gibt keine Fläche mit weniger Ecken wie mit 3 Ecken. Okay? Die muss ich jetzt, das erste Mal muss ich mir das totale Gegenteil gleichzeitig denken. Und jetzt muss ich das, was sich widerspricht, miteinander verbinden. Da gibt es einen Kegel. Das wird jetzt sehr interessant. Habe ich jetzt, sobald du den Kegel siehst, das ist ja eine Dimension höher, weil jetzt kriege ich es ja plötzlich in meiner Vorstellungswelt mit einem Körper zu tun. Das ist ja alles vorgestellt. In Wirklichkeit sind ja bloß meine Informationen. Habe ich jetzt an dem Kreis irgendwas verändert? Ich will jetzt leider als Udo normal gesprochen nicht aufstehen, sonst hätte er jetzt einmal einen Kegel hingehalten, dann halte ich die hier ganz einfach mal den Kreis hin und dann drehe ich den zu einem Dreieck. Kann man sich ja vorstellen. Ich habe an dem Kreis gar nichts verändert. Ich habe ihn trotzdem verändert. Das ist das, was heißt, den Ich Bin, du erst der Verstehende. Einmal behauptet er was und dann verneint er das, was er behauptet hat und dann, er widerspricht sich erlaubt. Ich widerspreche mir nicht, sondern ich versuche die in kleinen Facetten, dich eine Stufe höher in deiner geistigen Entwicklung zu heben. Dir ein bisschen behilflich zu sein. Ich Bin, du heißt am Anfang, mein Menschensohn ist ein Wegweiser. Ein Wegweiser wird dich niemals irgendwo hinbringen. Du musst selber gehen oder selber fahren. Es nimmt dir der Wegweiser nicht ab, er zeigt dir nur eine Richtung.
Darum sage ich auch immer wieder, der Udo ist vollkommen unwichtig. Der ist nur ein Wegweiser. Was wichtig ist, was ich dir mitteile. Du bist wichtig. Du bist doch der, der läuft. Aber der Witz ist, dein Ziel, das du anstrebst, liegt weder in der Zukunft noch räumlich irgendwo anders. Es ist, geht nach innen, von außen nach innen führt der Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Stich. Übrigens, genau genommen kann ich dich da gar nicht hinführen, wo ich dich hinführen will, weil du da schon bist. Du hast es bloß vergessen. Das, was du bist, kannst du niemals sein, weil du es schon bist. Das, was du bist, kann nicht zerstört werden. Jetzt ist die Frage, was bist du? Im materiell logischen Sinne bist du ein absolutes, nicht denkbares Nichts. Wie willst du das kaputt machen? Ich könnte jetzt schon wieder kaputt, heißt Kopf, indem du dir was ausdeckst. Aber da wird das Nichts trotzdem nicht zerstört. Die 200 Gramm rote Gnede war nicht zerstört, wenn ich die ständig die Form verändere. Die bleibt immer dieselbe 200 Gramm rote Gnede. Aber dieses Nichts braucht, dieses ausgedachte Nichts braucht ein Gegenteil, und das ist das alles. Was, wie oft ich das gesagt habe, was ist Nichts? An was denkst du, wenn du an nichts denkst? An das Wort Nichts. Aber dieser Gedanke, Nichts als Geräusch oder hingeschriebenes Wort, vorgestelltes Wort, ist ja nicht nichts. Das ist ja schon etwas. Es ist etwas, das, was beschreibt, was nicht gedacht werden kann. Wir können das auch Geist nennen oder Energie nennen, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, laut Einstein. Wer bestimmt jetzt, dass Einstein das entdeckt hat? Was hat er eigentlich entdeckt? Die Kreisformel. K-Reihe-S, wie in einem Spiegelraum. Das ist, wenn man Holofeeling studiert, und das hast du mittlerweile schon immer mehr, du merkst es ja, und dann kommen mal wieder eigene philosophische Gedanken hoch, die kommen immer aus derselben Quelle. Aus dir selbst, darum sage ich diese einfachen Metaphern immer und immer wieder, du kannst dich als träumenden Geist setzen, als 200 Gramm rote Gnede. Es gibt keine Möglichkeit, dass du an dich selbst denkst, ohne dich zu einem Gedanken von dir zu machen. Also mach mal das geistreich. Ich kann mich jetzt bewusst zum Computer, ich sage, ich bin ein Computer, dann kann ich mir das vorstellen, wie ich funktioniere. Genau deshalb gibt es in deiner momentanen Welt Computer, weil du das zu lernen hast in dem Leben. Jetzt kann ich mich da natürlich reindenken, wie ein Computer funktioniert, dann lernst du eigentlich, wie du selbst funktionierst, plus die ganzen Leute, die ich mir jetzt ausdenke, die werden das niemals verstehen, wie ein Computer funktioniert, weil das Gedanken von mir sind. Lernen tut nur der Denker, niemals irgendein Gedanke. Und fühlen. Udo sagt immer ganz einfach, der Einzige, der einen Traum erlebt, ist der träumende Geist. Was ist der träumende Geist als Ding an sich? Er ist erst einmal untrennbar verbunden mit seinem Traum. Wir haben da nämlich ein Problem. Gibt es einen Traum ohne einen träumenden Geist? Natürlich nicht. Aber was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Dann ist er das, was er eigentlich ist. Dieses Nichtdenkbare nicht. Als Materialist wirst du natürlich sofort beim träumenden Geist immer zwanghaft im Hinterkopf irgendeinen Trockenhausenhaufen haben, der da liegt und schläft. So wie wenn du an dich denkst, zwangsläufig auch immer an einen Trockenhausenhaufenkörper denkst. Aber wo kommt der her? Ja, der wird von meiner Mutter geboren. Wo kommt die her? Ja, die wird von ihrer Mutter geboren. Die Schwierigkeit ist die Zeit. Schon die Frage nach einem Vorher ist ein klares Zeichen von Geistlosigkeit. Egal wer wo was äußert, es gibt kein Vorher und kein Nachher. Selbst dann die ganzen esoterischen Spinner, die nachplappern von ewigen Hier und Jetzt. Schau dir an, was sie äußern, die Figuren in deinem Traum, und du wirst merken, die sind sowas von unbewussten Schwätzern. Alle, nahezu alle. Vielleicht mittlerweile eine Handvoll. Könnte ich jetzt selbst einen Jan nehmen? Ich habe da mehrere Jans, nicht bloß ich. Mein Jan Jakob auch noch. Der das seit 20 Jahren sehr, mein Bündel sehr intensiv studiert. Der jetzt, ich habe immer zum Jan vor 20 Jahren gesagt, wenn du nicht mindestens 40 bist, habe ich mehrere Male schon erzählt, wirst du das Wesentliche nicht verstehen können. Du musst mindestens 40 sein, also so ein Stück in dein Lebensbuch reingeschaut haben, sonst bist du nur im Bereich des Begreifens. Du kannst es intellektuell auswendig lernen, du kannst dir das Gefühl erzeugen, du hättest es verstanden, aber das Wesentliche sind diese ganz einfachen Sätze. Zum Beispiel, einen Traum erlebt nur der Geist der Träume, niemals die geträumten Figuren. Kannst du,
Kannst du diesen Teil mal irgendwie als in einem anderen Bild erklären? Also diese 40 ist ja jetzt auch nicht zeitlich gedacht. Die 40 ist ja Gestaltwerdung. Das hat jetzt natürlich nichts mit einer chronologischen Aussage zu tun. Weißt du, dass es so immer wieder drum ist, das Einfachste eigentlich und das Schwierigste, das ist immer wieder alles, was sich widerspricht. Diese einfachen Sätze sind die am schwierig für einen Materialisten, am schwierig zu verstehendsten Sätze. Wir können jetzt die Vatersprache, die Grundlagen, das Rot-Blau, die Rot-Blau-Tabelle von den Buchstaben lernen. Das kann man alles intellektuell auswendig lernen, das kann man dann anwenden, man kann dann Wörter auffächern. Du weißt, wie oft ich erwähne, es ist für mich vollkommen uninteressant. Ich erkläre dir, was du bist, was du vergessen hast. Das hat ja, was du bist, hat ja nichts mit meiner Erklärung zu tun. Das bist du auch, wenn die Erklärung nicht da ist. Ob du das weißt oder nicht weißt, du bist erst einmal das, was du hundertprozentig sicher bist. Und dann erkläre ich dir immer noch am Rande, wie dieses Leben funktioniert. Und zwar jetzt weder mit religiösen Metaphern noch mit Natur. Es ist eine Traumwelt, eine Führerscheinprüfungsbogenwelt, die genauso aufgebaut ist wie jetzt ein Computerspiel. Absolut genauso wie ein Computerspiel. Das natürlich, wie man weiß, wie dieses Computerspiel funktioniert, muss man das studieren. Es ist viel, unheimlich viel Wissen. Und dann wirst du wieder merken, wenn du dann in die Fachgebiete reingehst, dass egal welches Fachgebiet wir jetzt machen, zum Beispiel Medizin, da gibt's nur Fachidioten. Weil das quantitativ so unheimlich viel ist, dass ein normaler Mensch das in der Gesamtheit gar nicht umspannen kann. Oder den Bereich der klassischen Mathematik, was man in der Schule sagt. Es ist einfach, aber es geht doch gar nicht um die Vielwisserei. Nimm einfach nur das Internet, diese unendliche Menge. Wenn ich jetzt mir ausdenke, es gibt hier Millionen oder Milliarden von Internetseiten. Ich rede jetzt nicht einmal vom Darknet. Und da ist eine Internetseite davon, ist youtube.com. www.youtube.com, das zähle ich ja als eine Internetseite, aber die Internetseite ist doch schon wieder ein riesengroßes Chat-Jahr. Da gibt's wieder Millionen von Videos. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass da noch, und jetzt vorstellen, achte auf meine Worte, wir denken uns das jetzt aus, dass da weltweit, so wie wir uns die Welt mit unserer Logik vorstellen, unseren Schwamminhalt, den wir uns nicht raussuchen konnten, ich gehe jetzt mal parallel mit dir, dass hier pro Sekunde tausende von Videos hochgeladen werden und auch tausende Videos gelöscht werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Filme es gibt, und jetzt habe ich doch die Upload-Filter. Ich sag, wenn die Leute, du kannst dir nicht jeden Scheiß einspielen, gerade den Fachleuten. Ich sag, zeig's mir, wie wollen die das machen? Solange du noch in einer Rechnerwelt bist. Pass auf, wir gehen jetzt einfach mal davor, es werden hier tausende von Videos werden hochgeladen, die laufen durch Upload-Filter. Wenn du jetzt einmal ein Video hochläufst und da ist irgendein Ausschnitt von einem Film drin, wird es sofort gesperrt. Okay? Oder ein Stück von einem Lied drin. Urheberschutz. Wie machen die das eigentlich? Ich muss ja Tausende und Abertausende von Filmen und Millionen und ich sage mal Abertausende von Musikstücken in einem Datenstrom beim Hochladen, muss ich jetzt erst einmal schauen, ob irgendwo in meiner Datei irgendwo diese kleine Frequenz. Ich stelle hier meinetwegen 5 Minuten ein Video rein. Oder 2 Minuten reicht es. Spracherkennungs-, Musikerkennungssysteme, wenn du dir anschaust, die erkennen das mittlerweile hier oft innerhalb von Sekunden. Die müssen das ja mit Millionen von Daten vergleichen, innerhalb von Sekunden. Aber der Witz ist, da ja hier tausende von Videos pro Sekunde hochgeladen werden angeblich und das bei jedem Video gemacht wird, was sind das eigentlich für Rechner? Merkst du das jetzt hier? Das ist alles Quantenmechanik. Quantenmechanik ist Glaube. Du kannst jetzt nur hirnrissige Menschen, das, die Entwicklung der Computerchips, wenn ich jetzt zurückgehe, das ist ja bei mir, ist ja gerade in die 80er Jahre, wo ich mit Computer angefangen habe, diese Vorstellungen, die die Wissenschaft hat, ich habe mehrere Male erklärt, ich habe mal 94 einen Computer gekauft, einen neuen, ich habe vorher schon welche gehabt. Da habe ich den größten, den du normal in einem Laden kaufen kannst, ich habe es vergessen, was ist der Prozessor, der hatte, glaube ich, 30 MHz oder 40 MHz Taktfrequenz, aber jetzt ohne Gewehr, in der Größenordnung. Das war damals der größte Prozessor, den du auf dem freien Markt kaufen konntest, als normaler Anwendercomputer.
Und da war ein Fach 1994, ich rede nicht vom Mittelalter. Ich sage dann immer wieder, 76 bin ich das erste Mal nach Amerika geflogen. Da hat es in ganz Weißenburg, und das erwähne ich immer wieder, weder in einem Büro, noch in einer Bank, noch an der Zeitung ist da Computer gestanden. Da waren alles noch Karteikarten. Mittelalter klingt nach Mittelalter, hat mit Mittelalter nichts zu tun. Das sind jetzt Gedanken, die man uns in die Vergangenheit denkt. Immer im Jetzt bleiben. Vorstellungen. Ich könnte das jetzt beschwören, um wieder auf das Beschwören zu gehen. Du solltest nur noch das glauben, was du beschwören kannst, ohne an Meinheit zu schwören. Und wenn du das magst, dass für dich dein Denken nur noch, dass du das nur noch aufbaust auf deinen, in deinem jetzigen Leben, ist natürlich ein Zeitfenster, soweit du dich zurückerinnern kannst, beginnt ja meistens erst bei 3, 4, alles davor ist ja eh Konstrukt, logisches Konstrukt. Dass ich sage, ich arbeite nur noch mit den Wissenselementen, die ich am eigenen Leib erlebt habe, die ich in irgendeiner Körperform meines Lebens mit eigenen Augen gesehen habe. Alles andere, was ich vom Hörensagen kenne, das sind einmal Puzzlestücke, die lasse ich einfach mal so um mich rumlegen, die muss ich ja auch mit anlegen an mein großes Bild. Aber wenn du das magst, dass für dich hundertprozentig sicher nur das ist, was du beschwören kannst, sind im selben Moment 98% altes Glaubens, den du in dir trägst, ist vom Tisch. Ob die jetzt auf dem Mond waren oder nicht auf dem Mond waren, ist vollkommen uninteressant, ist eine Frage der Kategorie 2. Egal welche Antwort du hast, sie ist unvollkommen und falsch. Ob jetzt Jesus gekreuzigt wurde, nicht gekreuzigt wurde, oder ob es den überhaupt gegeben hat oder nur eine Märchenfigur ist, alles Kategorie 2. Der Bundestag, wo ich schon gesagt habe, wir nehmen mal den Bundestag, der Tag ist jetzt erst einmal in unserer heliozentrischen Vorstellung hell und dunkel, weil er von der Sonne angeschrien wird, ein Tag, 24 Stunden. Das ist ja schon das Problem, das ist das Konstruktprogramm. Jetzt machen wir mal den Bundestag. Der Bundestag besteht aus Fraktionen. Okay? Fraktion, eine Fraktur ist ein Bruch. Fraktionen ist was Zerbrochenes. Das heißt, dieser Tag, dieser Bundestag ist entheiligt durch die Parteien, durch die Fraktionen. Was jetzt die große Schwierigkeit ist, dass das einzige Bestreben dieser Fraktionen ist, dass sie ihre einseitige Meinung intronisieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der Bundestag ist eine Wohnung und dann meint irgendein Zimmer, wenn ich hier die absolute Mehrheit habe, gibt's bloß noch meine Meinung, dann gibt's meinetwegen bloß noch ein Scheißhaus, das ist dann die Wohnung. Das ist krank. Das ist aber nicht, dass da was verkehrt läuft, das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Der sich das ausdenkt, den setzt sich das vor, dass er das erkennt und nicht, dass er da mitspielt in dem Spiel da aus. Das sind Wahnsinnige. Mein altes Beispiel, wir setzen einmal das heilige Ganze als einen ganz normalen menschlichen Trockenhaus auf den Körper. Dann sage ich immer wieder, die Religionen sind die Sinnesorgane. Diese ganzen Religionen machen die Sinnesorgane den Körpers aus. Das machen wir jetzt einmal weg. Wir können auch sagen, die Religionen sind die politischen Parteien. Das sind die Sinnesorgane. Wir haben eine Schmeckenpartei, eine Schmeckenreligion, eine Sehreligion oder eine Hörreligion beziehungsweise Partei. Und die diskutieren jetzt im Bundestag. Und jetzt pass auf, jeder überführt den anderen eindeutig als Lügner. Es sind wie unterschiedliche Computerprogramme, die nicht kompatibel sind. Wir haben die Schmeckenpartei und die meldet, die darf sprechen und sagt, es ist doch eindeutig klar, dass die Augenpartei ein vollkommener Lügner ist. Es ist so ein Blödsinn, was die sagen. Es sieht doch jedes Kind, dass man Rot, Grün und Blau nicht schmecken kann, dass das Hirngespinste sind. Das gibt's doch überhaupt nicht. Mir schmecken kein Rot, Grün und Blau. Was erzählen die denn Lauf? Und bei der Ohrenpartei ist dasselbe in Grün. Was wollen die mit Tönen und Geräuschen? Das kann man doch nicht schmecken. Das ist mit solchen Hirngespinsten, die wollen wir uns gar nicht auseinandersetzen. Jetzt hat die Augenpartei das Wort. Und die sagt dasselbe in Grün, dass die Schmeckenpartei absoluter Lügner ist. Ich sehe kein Süß oder kein Salzig oder kein Bitter. Was reden die eigentlich für einen Blödsinn? Das gibt's doch überhaupt nicht. Merkst du, wie blind einseitiges Wissen macht? Und glaub jetzt nicht, dass deine Traumwelt besser wird, wenn du irgendwelchen Figuren in deinem Traum wieder versuchst, es zu erklären, dass sie nicht recht haben. Ja, ich meine, die sind ja so kindisch aufgrund meiner Kindlichkeit. Es ist deine Welt, die von dir. Wer ist der Mächtigste in deiner Welt? Du. Ja. Aber in dem Moment, wo ich dich mächtig mache, Kleiner, Frage der Kategorie 2, beziehungsweise Antwort, sobald du mächtig bist, muss auch ein Ohnmächtig entstehen.
Das ist zum Beispiel ein träumender Geist. Der ist so mächtig, dass er in seinem Kopf eine Welt erschafft. Jetzt in einer ganz einfachen Vorstellung. Aber er ist so ohnmächtig, dass er in keinster Weise bestimmen kann, was er träumt. Und das ist, darum ist die Metapher so wichtig, auch mit meinem Einfallspinsel. Ein Pinsel malt ein Bild. Alles, was er malt, ist so, wie er es malt. Alles, was du dir denkst, wird immer für dich so erscheinen, wie du dir es denkst. Das ist ein Pinsel, der immer nur das anschauen kann, was er selber malt. Und du bist ein Geist, der immer nur das zu sehen bekommt, was du dir selber ausdenkst. Solange wir im Bereich der Gedanken bleiben, gibt es da gar nichts zu diskutieren. Und ich sage immer wieder, wenn wir jetzt in den Bereich der sinnlichen Wahrnehmungen gehen, das sind deine sinnlich wahrgenommenen Informationen, sind genauso Informationen wie deine Gedanken. Da haben wir natürlich jetzt die vier Stufen der Vergessenheit, die man wissen muss. Da ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied, ob du jetzt aus deinen Augen herausschaust auf ein Haus, auf einen Wald, auf eine Landschaft oder ob du dir das denkst. Beides ist Information. Bloß wenn es, wie ich immer sage, auf deiner veröppelt ist, dann meinst du, da kommt irgendwas von außen. Es kommt nie was von außen. Alles, was du dir ausdenkst, kommt von innen aus dir heraus, ohne dass du das aus dir herausnehmen kannst. Das Meer kann die Welt nicht aus sich selbst herausnehmen. Übrigens auch ein schöner Widerspruch in sich selber. Ein Meer, der immer ist, ist all seine Gedanken, das Meer ist all seine Wellen. Es ist aber keine davor. Merkst du, das widerspricht sich schon wieder, ohne sich zu widersprechen, wenn du verstanden hast, was ich dir jetzt gesagt habe. Das Meer ist all seine Wellen. Aber es ist nicht irgendeine dieser Wellen. Weil es immer ist. Und die Wellen sind vergängliche Erscheinungen. Das ist ein Kommen und Gehen. Das ist der Adam. Oder der Jahwe. Drum ist auch in dem normalen Sprachgebrauch hier in Franken, sagt man immer, wenn man sich begrüßt, sagt man Grüß Gott. In Indien ist es Namaste. Du weißt es. Ich grüße den Gott in dir, der auch in mir ist, so wird es normalerweise übersetzt. Ist dir schon mal auf, dass das jetzt Prinzip Hallo, beziehungsweise auf Englisch Hello, dasselbe ist? Ha'al ist der Gott, das Nichts, wörtlich übersetzt Ha'al, und Lo kam als Le, und auseinandergeschmissenes Licht. Das Nichts mit seinen auseinandergeschmissenen Licht, das Meer mit den Wellen, das ist Hallo oder Hello. Ja, Halo ist auch Gott. Der Heiligenschein. Das ist, genau so ist es. Das ist auch hier das Navaste oder das Grüß Gott. Und was ist in deiner Welt eigentlich so? Das legere Servus. Servus hast du aber Sklave. Du bist ein Sklave, Jan. Ein Sklave deines eigenen Glaubens, den du dir nicht raussuchen konntest. Das ist das Frame, aber du kannst ihn erweitern. Jetzt ist erweitern, immer dran denken, alles, was ich dir bisher an Intellekt gegeben habe, an Schwamminhalt, was du greifen kannst, das ist auch alles wichtig. Es ist auch alles richtig, aber nur ein bisschen. Diese Filmbeispiele. Holofeeling vervollkommnet. Jetzt kommen wir zur Hans-Geschichte zurück. Das große Heureka beim Hans war, dass er sagt, jetzt habe ich dasselbe Problem bei der Physik. Ich habe immer gemeint, die arbeiten mit hundertprozentig sicheren Fakten, das sind ja genauso Handgespinste. Aber die Schwierigkeit besteht darin, die nicht bei mir, nicht bei diesen einseitigen Denksystemen, ob das religiöse oder naturwissenschaftliche Denksysteme sind. Es ist der Wahn, dass man nur an das Richtige glauben will, weil man ja nicht an nichts Verkehrtes glauben will. Es gibt so viele sich widersprechende Wahrheiten und Denkmodelle. Wieso will ich nur ein allereinziges davon zum Denken benutzen? Wenn ich doch alle benutzen kann. Jetzt springen wir wieder zum Körper. Wieso will ich bloß das Schmecken oder das Sehen benutzen, wenn ich doch alles benutzen kann? Wenn ich alle Religionen benutzen kann, weil ich feststelle, dass das Spezialisierungen sind, die sich zwar widersprechen, wie gerade hier die Diskussion zwischen der Augenpartei und der Geschmackspartei und der Hörenpartei. Dass das Spezialisierungen sind wie unterschiedliche Werkzeuge. Versuche mal hier mit einem Hammer eine Schraube rauszudrehen. Versuche mal mit einem Lötkolben eine Schraube reinzudrehen. Versuche mal mit einem Schraubendreher irgendwas zusammenzulöten. Diese Selektivität, die Konzentration auf eine Einseitigkeit, die deiner Logik widerspricht, macht dich zu einem Volldepp. Du selbst machst dich zu einem Volldeppen, zumindest zu einem Affen.
das du nicht bist. Du spielst bloß zurzeit die Rolle. Das, was du bist, wie gesagt, das bist du, auch wenn du es vergessen hast. Und drum kann ich immer wieder sagen, mich interessieren Menschen, die ich mir ausdenke, überhaupt nicht, die gehen mir am Arsch vorbei. Jetzt habe ich aber einen Widerspruch, wieso reißt sich dann der Udo so den Arsch auf? Aber doch nicht für die Menschen, für den, der mich ausdenkt. Du weißt doch, wir glauben nicht an Gott, wir arbeiten für ihn. Letztendlich aber, wenn du die Quelle bist, arbeiten alle für ihn, für dich selbst. Auch die Leute, die sich die Führerscheinprüfungsbogen ausdenken, die natürlich wiederum jetzt von dir ausgedacht werden. Wer schreibt eigentlich die ganzen Programme? In der Welt der Computer werden die Programme in der Regel immer zuerst einmal von Programmen geschrieben. Habe ich mehrere Male, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Firma arbeitest, jetzt raumzeitliche Geschichte, wo Videospiele programmiert werden, künstliche Welten, Cyberspace-Welten programmiert werden, musst du wissen, dass die diese Videospiele programmieren, die mit ganz speziellen Programmen, die entwickelt wurden, um Videospiele zu programmieren. Aber interessant ist, wenn wir jetzt in die Firma gehen, beziehungsweise zu denen gehen, die diese Programme geschrieben haben, wo Videospiele programmiert werden, dass die wiederum Programme benutzen, um Programme zu schreiben. Es geht immer wieder zurück. Und irgendwann einmal muss ja, wenn man da weiß, wie ein Computer funktioniert, kommst du zu die Einsen und zu die Nullen. Aber all das, was ich jetzt sage, erscheint schon wieder alles chronologisch. Du hast sofort wieder eine chronologische Vorstellung vorher. Und nachher hat nichts mit einem zeitlichen Vorher und Nachher zu tun, sondern mit einem hierarchischen Aufbau. Wenn wir ein Haus bauen, fängt man in der Regel beim Keller an, dann kommt das erste Stockwerk beim Hochwerk, das zweite Stockwerk, das dritte Stockwerk, wir bauen das aufeinander auf. Du wirst aber feststellen, dass das immer im Jetzt passiert. Es ist nicht irgendwann der Keller in der Vergangenheit gebaut und dann würde das ja flach dastehen. Es baut immer im Jetzt auf. Und es ist das, was auftaucht, ist im Hintergrund immer schon da, bevor du es denkst. Das Gespräch war schon da, bevor du es angeschaut hast. Das wird auch noch da sein, wenn du nicht mehr dran denkst. Weil alles, was prinzipiell auftauchen kann aus diesem Nichts, aus der Gnade, die Gnade kann unendlich Formen annehmen, aber sie selber ist eben etwas, was nicht gedacht werden kann, ist ein Symbol. Und du selber bist ein Diabol. Ein diabolischer Mensch, ein Auseinanderschmeißer, weil du deine hier und jetzt gedachten, dir hier und jetzt vorliegenden Informationen in dir selber um dich herum in Raum und Zeit verstreust und du meinst, du hast damit überhaupt nichts zu tun. Entschuldigung. Und ich sage dann immer und immer wieder, mit wem sollte denn ein Gedanke, der gedacht wird, mit wem sollte der denn sonst was zu tun haben? So, jetzt denk an den Putin, jetzt denk an den Trump, jetzt denk an die Merkel, jetzt denk an den Udo. Wie kannst du dir selbstständig mit dem Geplappere von dem Zweiten einreden, dass du mit dem Zeug nichts zu tun hast? Wenn dir das einmal bewusst wird, dass du dich über Sachen aufregst, die gar nicht da wären, wenn du sie nicht denken würdest. Zukunftssorgen zum Beispiel. Der Witz ist, du bist momentan noch ein träumender Geist, du kannst dir nicht raussuchen, was du denkst. Jetzt kommt die Frage, wieso spielt er mir das laufend ein? Wieso wiederholt er, wieso erzählt er Udo immer dasselbe? Das weiß ich doch schon längst. Wenn du das wüsstest, würde ich als Udo nochmal in die auftauchen und dir immer dasselbe erzählen. Zumindest, vielleicht tauche ich auf und erzähle dir dann wirklich was Neues. Dass wir mal ins Eingemachte gehen können. Dass du selbst bist. Von außen nach innen muss führen dein Weg. Momentan bist du ja noch ein ausgedachter Mensch, zumindest glaubst du das. Wer denkt sich jetzt den aus, der sich jetzt angeblich dieses Gespräch anhört? Der sich jetzt angeblich dieses Gespräch anhört, der du zu sein glaubst, der hört überhaupt nichts. Hat der jetzt überhaupt die ganze Zeit existiert, während du aufmerksam zugehört hast? Wenn du jetzt ganz ehrlich bist, das hat dich jetzt ein bisschen wegflasht, obwohl du das schon zigfach gehört hast. Stimmt oder stimmt? Ja, ich mache mir Gedanken über diese Momente, die, wo ich im Begriff bin, mich aufzulösen, warum mir das eigentlich Angst macht, wo ich das doch anstrebe. Ja, eben, das ist die Schizophrenie, ist ein gespaltenes Bewusstsein. Aber wie gesagt, die Auflösung, das passiert doch laufend. Das ist nur
wenn du nur verstanden hast, wenn ich sage, 200 Gramm rote Knete, jeder Gedanke, schau mal, wenn ich jetzt sage, das hier, wir sagen jetzt der Handrücken, ist Finsternis und jetzt wird es langsam hell. Dann wird es wieder finster, ich mag es immer so, okay? Mhm. Es wird hell, es wird finster, es tauscht aus. Und du musst immer merken, du siehst das Erste, was da ist, was jetzt da ist, jetzt wird es wieder hell und jetzt kommt das große Problem, solltest du jetzt an finster denken, dann machst du das Problem, dass du meinst, es war zeitlich vorher, okay? Die Schwierigkeit ist, in dem Moment denkst du das auch jetzt. Du siehst was und du denkst dir das Gegenteil dazu. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal etwas genauer. Du weißt, wie oft ich gesagt habe, die Bahre, hell und dunkel, kann immer nur gleichzeitig sein. Denk an, wir strahlen die Erdkugel mit einem Scheinwerfer an, wechselt hell und dunkel ab. Wenn wir von der höheren Ebene das beobachten, was du feststellen, auch wenn sich die Kugel dreht, egal ob die Kugel sich um die eigene Achse dreht oder um die Lichtquelle rumdreht. Es ist immer eine Seite hell und eine Seite dunkel. Die der Lichtquelle zugesandte Seite ist hell und die andere ist dunkel. Es wechselt hell und dunkel nicht ab. Diese Illusion kriegst du erst, wenn du dich jetzt selbst als Trockennasen auf diese Kugel denkst und dann sagst du, jetzt bin ich mal im Hellen und dann bin ich im Dunkeln. Ich bin im Hellen und im Dunkeln. Das bist du nie. Du bist das Zeug, was du dir ausdenkst, ist deine Information. Damit ist eigentlich schon alles erklärt. Aber jetzt ist es interessant, dass du von den zwei Seiten bei vielen Fällen, wenn ich sage zum Beispiel Stille und Lärm, du kannst Stille nicht hören. Sobald du sagst, es ist jetzt schön still, muss im selben Moment, so wie wenn ein Berg da ist, ist er da, muss das Gegenteil da sein, weil sonst war es jetzt, hast du dich jetzt die ganze Zeit gesund gefühlt, während du aufmerksam zugehört hast. Ich frage dich, Geist jetzt, der du dir dieses Gespräch anhörst, hast du geistig gesund gefühlt, während du mir aufmerksam zugehört hast, hoffe ich. Jetzt musst du sagen, nee. Weil gesund und krank entsteht gleichzeitig. Immer wenn du sagst, geht's mir heute gut, okay, ist im selben Moment ein Wissen von Krankheit da, wenn du das einmal, das ist dir nicht bewusst, musst dir bewusst machen, sobald du sagst, geht's mir heute gut, ist in dir ein Wissen drin, dass dir vorher schlecht gegangen ist. Aber genau genommen ist es gleichzeitig, da ist nur das, die Vorstellung von gesund da. Aber gesund kann man gar nicht fühlen. Dieser Zustand gesund ist eine Nulllinie, ist ein Zustand des Nichtdenkens an den Körper. In dem Moment, wo du sagst, mein Körper ist gesund, ich fühle mich gut, fühlst du etwas, was du eigentlich gar nicht fühlst, weil du im selben Moment auch an irgendeine Krankheit oder eine Unbestlichkeit denkst, die angeblich vorher war, die aber im selben Moment gedacht wird, sonst wird es auch kein geht's mir heute gut Gefühl geben. Dasselbe ist mit Stille, ist jetzt schön still. Du hörst was, was ja eigentlich gar kein Geräusch ist. Kann man nicht Geräusche hören, die keine Geräusche sind? Das ist, weil du im selben Moment an Geräusch denkst. Ich sage immer wieder, das Geräusch ist schon das Wort, wenn du sagst, ist jetzt schön still. Dieses Wort still, das du in dem Moment denkst, ist ja schon ein Geräusch. So wie nichts ja schon etwas ist, der Gedanke an nichts, an das Wort nichts, das Geräusch nichts, ist ja schon etwas. Diesbezüglich ist Stille selbe wie nichts, aber das Prinzip hell ist dasselbe. Kannst du hell sehen? Hell kann man nicht sehen. Was ist hell? Wie schaut hell aus? Ja, wenn es nicht hell wäre, könnte ich ja nicht sehen. Aber wie ist es dann, wenn du in einen finsteren Raum reinschaust? Dann siehst du Finsternis, aber du sagst dann, ich könnte ja nichts sehen, wenn es nicht hell wäre. Hell ist ein Begriff, wo die Leute gar nicht wissen, um was es eigentlich geht. Die meinen, die können Gesundheit füllen oder das ist ein Blödsinn. Das geht erst immer mit dem Gegenteil. Du brauchst immer einen Kontrast. Du kannst Weisheit erst verstehen in dem Moment, wo du begreifst, was Dummheit ist. Und Wissen erzeugt immer wieder, die Gescheiten erzeugen immer wieder Depp. Jetzt müssen wir aber immer wie bei richtig und verkehrt die Seiten drehen. Du wirst jetzt irgendwann einmal erklären, zeig mir die Weisen deiner Welt, heißt es in der Bibel im Neuen Testament, und ich werde dir zeigen, dass das alles vollkommen geistlose Figuren sind. Sie glauben, die Weisheiten Gottes sind Märchengeschwätz. Du jetzt als Zuhörer, du musst irgendwann einmal begreifen, dass die Weisheiten der Menschen dem Physiker Märchengeschwätz sind und die Weisheiten Gottes ewig sind. Und ich bin jetzt vollkommen religionsfrei. Weil diese Weisheiten findest du in allen Religionen der Welt. Wenn du die ursprünglich wieder betrachtest,
Übrigens sind auch Physikbücher Religionsbücher, weil die größte, die Weltreligion ist die Naturwissenschaft. Ich sage, die ist genauso, die, was in Physikbücher und Chemiebücher drinsteht, das ist genauso wegweisende Weisheit, wie das, was du in der Bibel findest, im Neuen Testament, im Alten Testament, in den Upanishaden, in den Koran findest. Das sind alles wegweisende Weisheiten. Es ist bloß keine in deiner Welt, die richtig zu lesen und zu deuten weiß. Weil all deine Lehrer, die du hast, das sind bloß Rezitierchen von irgendwelchen anderen Lehrern, die wieder ihren Lehrern rezitiert haben. Den Aphorismus lesen. Was sind meine Wahrheiten? Es sind die Wahrheit meiner Lehrer und meiner Erzieher. Ich könnte jetzt auch sagen, was ist mein Schwamminhalt? Das sind natürlich alles noch chronologische Beispiele. Ein Spiel, das spielt man mit sich selber. Du Geist, der du dir jetzt den Udo ausdenkst, der du dir den Jan ausdenkst und den ausdenkst, der du zu sein glaubst. Jetzt in diesem Moment. Du bist derjenige, der das Spiel spielt. Jetzt in der Rolle dessen, der du zu sein glaubst. Aber du bist ewig. Das, was du zu sein glaubst, mit Sicherheit nicht. Keine Versprechung. Du wirst dich so auflösen. Nichts, was ausgedacht wird, ist für die Ewigkeit. Habe ich ein paar Mal schon gesagt, Museen, die Menschheit retten wollen. Die Erdkugel. Es ist ein Kampf um die Erdkugel. Ist doch so blöd. Machen wir zuerst einmal, was ist ein heliozentrisches Weltbild? Wie lange hat das gehalten? Das existiert ja noch. Aber wie lange hat die Scheibenwelt gehalten? Oder das ägyptische Weltbild? Weißt du, wie viele Weltbilder ich dir erklären kann, wo deine Menschheit angeblich was weiß? Wieso? Weil ich mir jetzt denke, dass die das weiß. Gibt es diese Menschheit überhaupt und diesen Gedanken, wenn ich ihn nicht denke? Jetzt kannst du nur wieder schauen, wie du selbst darauf reagierst. Und weil du ja so unsicher bist und immer die Meinung von anderen Trockennasen auf dem Hirn bist, ist es ja für dich so wichtig, wie die anderen Gedanken darauf reagieren. Mir geht es am Arsch vorbei, wie ein Gedanke von mir auf irgendwas reagiert. Weil die immer so reagieren, wie ich letztendlich dasselbe in mir aufschmeiße. Ich beobachte das und mache mir dann meinen eigenen Reihen draus. Aktuell ist es ja so, dass ich mich drauf einlasse, soweit ich es kann, je nach Reife natürlich, so wie du es jetzt auch erklärt hast, dieser Weg in die völlige Freiheit geht nur über die völlige Gefangenschaft, also das voll durchleben. Das eine bedingt das andere, so wie der Wellenberg das Wellental benötigt. Und wo ich immer so einfach sage, in der ganzen Selbstwahrnehmung in die Arithmetik reingehen, dieser Wurzelbegriff, diese totale Entheiligung des Wurzelbegriffs, der immer zwei Ergebnisse hat, nämlich Plus und Minus. Das ist bekannt. Das wird komplett weggeschrieben in der ganzen jüdischen Physik. In der ganzen, alle Berechnungen, die machen, wird das missachtet. Wo ich immer das schöne Beispiel bringe, wenn du auf der Spitze des Berges stehst, sagst du, ich stehe auf der Spitze des Berges, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Hm. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Also die Freude, die unendliche Freude ist nicht ohne die unendliche Angst erlebbar. Aber was ich so irgendwie vermisse, ist... Die Ewigkeit, übrigens, die Ewigkeit ist auch nur durch das Vergängliche erlebt. Ja, genau. Was ich jetzt irgendwie vermisse, generell, und da zielen ja eigentlich immer wieder meine Fragen an dich persönlich ab, ich vermisse das irgendwie in der Udo-Story. Ich kenne da gar keine Stories irgendwie, dass du mit Ängsten zu kämpfen hattest, mit... Oh, das ist jetzt eine Interpretation von dir. Ja, klar. Pass auf, wenn wir jetzt den Udo setzen als normalen Menschen, da gibt es im Anfang immer die Auf und Abs. Die hast du, wenn du ein Geschäft hast. Ich kann dir bloß sagen, zum Beispiel wie mein Geschäft, ich habe mit nichts angefangen, jetzt machen wir Udo-Story. Und das sind viele Situationen, wo dir der Arsch auf Grundeis geht. Ich muss jetzt sagen, bei mir selber, es war nie irgendwas jetzt geschäftsbedrohend, weil ich da immer sehr bedacht war. Ich habe da schon auch teilweise bei manchen Projekten gespielt, wo ich was Sachen finanziert habe. Mein stärkstes Ding war hier in eine Großraumdiskothek in Augsburg, wo ich gemacht habe, da musste ich überwechseln, weil der das Geld nicht hatte, musste ich hier sehr, sehr viel finanzieren. Das wäre existenzbedrohend gewesen, wenn das nicht hingehaut hätte, aber man spielt halt dann ein bisschen. Und was aber der Witz ist, was ich dir jetzt mitgeben kann, dass man hier jetzt im Klassischen in einer Erinnerung, wir reden jetzt von einer jetzt konstruierten Vergangenheit, dass ich komischerweise, was ich jetzt mit einem Schmunzeln sehe, die meisten Überlebensängste hatte, wie ich eigentlich finanziell am besten stand bin, seit ich dann ja alles hergeschenkt habe,
weil ich festgestellt habe, das, was mich am Leben hält, ist nicht dieses Tun, das Machen. Was ist der Sinn? Warum habe ich eigentlich diese Entdeckungen gemacht? Ich habe ja keine Entdeckungen gemacht. Das ist mein Einfall. Geschichte ist eine Geschichte für sich, die sehr tief ist in der Metapher. Diese Erkenntnis, dass die Physikbücher nicht stimmen. Da rennst du gegen eine Wand. Aber wenn du dir jetzt ganz kurz in das Video reinschaust, wo ich dir gerade reingestellt habe, das sind zwei Physikprofessoren und zwei Philosophieprofessoren. Und die diskutieren halt über den Sinn des Lebens oder den Ursprung des Lebens, dass du merkst, was das für ein unendlich angelesenes Geschwätz ist auf beiden Seiten, das nicht in Frage gestellt wird. Diese ganzen Axiome der Philosophie und der Naturwissenschaft, das geht schon mal los. Sokrates oder Platon hat gesagt, ein Platon existiert nur, wenn du ihn denkst. Du kannst dir an Platon nur denken, wenn auf dein Schwamminhalt drauf ist. Dürfte logisch sein. Und da ist dieses Zwanghafte, immer wieder in die Vergangenheit zu gehen. Das Angstfreie kommt, wenn du anfängst, Total Feeling zu verstehen. Und ich habe jetzt, pass auf, ich mache jetzt in Reda zum Beispiel, das habe ich ja ein paar Mal in Selbstgesprächen angesprochen, wie der seinen Job hingeschmissen hat. Und ich sage dann immer wieder, das ist so eine Ausnahme, der hat den Job nicht hingeschmissen, weil er das angekotzt hat. Er sagt, ich bin gern auf die Arbeit gegangen, wir hatten ein super Arbeitsklima. Und sein direkter Vorgesetzter war zum damaligen Zeitpunkt auch noch ziemlich sein bester Freund. Da war überhaupt kein Grund da. Aber er hat doch gesagt, das bin ich nochmal. Durch das Solo-Feeling. Verstehst du? Der hat sich ja nichts irgendwie was Besseres. Er sagt bloß, das bin ich nochmal. Man verschwendet dann so viel Zeit in den Rhythmus. Und das ist jetzt genauso, wo ich dann sage, das, was mich am Leben erhält, das ist nicht. Ich rede jetzt ganz normal an der menschlichen Geschichte wieder. Ich muss das ja immer an deine Logik anpassen. Das ist nicht Geld. Das, was mich am Leben hält, ist das, was mich jeden Morgen als Udo wach werden lässt. Ich glaube, das funktioniert. Ich bin der Einzige. Bin der Erste, der das ausprobieren muss. Der Erste. Ich bin immer der Erste. Ich muss es an mir ausprobieren. Und da war ich so konsequent, dass ich wirklich komplett, war 96, hat natürlich dann jetzt rein noch Übergänge. Ich habe nicht einmal was gespendet, weil Geld keinen Sinn hat, sondern ich habe meine Firma, ich habe meine ganzen Konten, die ganzen Versicherungen aufgelöst, alles meine Mitarbeiter gegeben ist euers. Ich habe seit 1996 habe ich kein Konto, ich habe keine Versicherung. Das hat natürlich dann immer, manche haben mal wieder Kündigungszeit. Also letztendlich seit 2000 ist das komplett auf Null gesetzt bei mir. Und dann ist immer wieder, um das auf deine Frage einzugehen, es ist am Anfang auch beim Redo, wenn du diesen extremen Schritt gehst, beweise dir nichts. Ich sage, wenn du dir nicht absolut sicher bist, dass du dich darauf einlassen willst. Es ist wie ein Rauschgiftsüchtiger, der sagt, ich will aufhören, aber ich lasse mir noch ein paar Krümel, lasse ich mir noch in der Schublade, falls ich es nicht schaffe. Dann darfst du gar nicht aufhören. Meine Frau, wie jetzt von sich aus sagt, sie will jetzt nicht mehr rauchen, war ich total überrascht als Udo. Und das Erste, was sie gemacht hat, sie hat komplett alle Feuerzeuge und alle Zigaretten aus der Wohnung rausgeschmissen. Und da weiß ich, da ist jetzt ihre Sturköpfigkeit, ist da gut, weil wenn die dann was sagt, dann zieht die das gnadenlos durch. Und das hat sie jetzt seit 8 Wochen und die hat überhaupt, ich habe überhaupt nicht gemerkt, jetzt, das ist natürlich eins mit dem Dampfen, weil sie will ja nicht dampfen, sagt sie, so wie ich jetzt, ich bin ein reiner Genussdampfer ohne Nikotin. Da hat sie natürlich dann mit Nikotin von mir ein Liquid gekriegt. Und sie sagt, sie will ja nicht dampfen danach, sondern sie will ganz aufhören mit dem Zeug. Und die hat überhaupt nicht, dass sie irgendwie so seelisch, was man hat, wenn man Rauch auf Entzug ist, wenn du einen hast, der zum Rauchen aufhört, wie die nervig waren. Habe ich überhaupt nicht, die hat sich überhaupt nicht verändert. Ganz im Gegenteil, die hat dermaßen Freude gehabt, weil in kürzester Zeit sich das so geändert hat, ihr Luftverhalten, ihre Haut, was man immer so vom Hörensagen nur kennt, dieses Programm ist voll durchgeschossen. Die sagt, das ist der absolute Wahnsinn. Man ist wirklich total blind, wenn man in einer Sucht steckt. Da gilt übrigens auch das Kiffen dazu, gell? Das macht nicht frei, LSD macht nicht frei. Ist alles beendet. Das eigentliche Problem wird nicht gelöst. Die Freiheit, die musst du dir erarbeiten. Ich habe, glaube ich, im gleichen Zeitraum, das ist ja kein Zufall, weil ich merke auch, dass die Maria in der Schattenfrau eigentlich der Jan ist. Ich habe auch in demselben Zeitraum aufgehört. Jan ist alles. Bitte? Jan steht jetzt symbolisch für den, der in Jan und in Udo sich ausdenkt. Verstehst du? Nochmal bitte. Das Wort Jan. Wenn ich sage, Jan ist alles, damit meine ich mit dem Wort Jan den, der sich jetzt den Jan und den Udo und sich selbst ausdenkt. Bist alles. Das bedeutet Holo Feeling.
Und du hast jetzt ein Leben zu leben und da läuft nichts verkehrt, hast du was zu lernen. Du magst in den Jahren leben. Du weißt, wenn ich immer sage, dass ich schon gelebt habe, magst du Erfahrungen mit Rauschgift, die ich schon in dem Jahrenleben gemacht habe. Darum musste ich das in dem Budo-Leben nicht mehr machen. Darum hat mich das überhaupt nicht interessiert, weil ich merke, dass das Sackgassen sind. Mhm. Intellektuelles Wissen, egal für welche Partei du dich interessierst. Menschen, die ins Himmelreich wollen, die wollen nach oben. Ich immer sage, die wollen den Berg des Bewusstseins besteigen und glauben, sie kommen hoch, wenn sie die Hölle bekämpfen. Wie willst du dann einen Berg kriegen, wenn kein Deuter ist? Keine Tiefe, nennen wir es einfach mal Tiefe. Es gibt kein Oben ohne Unten. Das sind gerade diese Beispiele, Jan. In jedem Leben lernst du was anderes. Und diese Nulllinie jetzt in einer Gleichung, wenn wir eine Gleichung hinschreiben, zum Beispiel A plus B ist C, das Ergebnis ist nicht das Wichtige, sondern das Gleichgewicht zwischen zwei unterschiedlich erscheinenden Sachen. Das Gleichgewicht ist immer die Mitten des Gleichheitszeichens. Und in dem Moment, wo ich jetzt, ich wiederhole das nochmal, in dem Moment, wo ich in dem Wahn lebe, zu glaube, die Quelle allen Seins, wir nennen das nochmal Gott, die Quelle allen Seins ist im Himmel oben, dann muss mir zwangsläufig was einfallen, wenn ich unten bin. Wenn ich jetzt aber das hebräische Wort El Hayom, Gott das Meer, nehme, ich meine, die Quelle allen Seins ist die Grundlage, ganz die tiefste Grundlage, dann taucht was in mir auf, weil es kommt ja aus der Quelle allen Seins. Aber eine ausgedachte Quelle allen Seins ist ja keine Quelle, sondern ein Objekt. Wo kommt dann diese Quelle, die ich mir wieder nach oben, wo kommt der Gott her, den ich mir in den Himmel hochdenke? Der ist ein Geschöpf, von dem der sich's ausdenkt. Und der Gott, den ich mir, die Quelle allen Seins, den Urknall, den ich mir 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit denke, wo kommt der eigentlich her? Wer denkt sich denn da hin? Und wo ist er in dem Moment, wo er gedacht wird? Hier und jetzt in dem Kopf dessen, der sich den in die Vergangenheit denkt. Stimmt oder stimmt? Ich diskutiere darüber nicht mit Trockennasenaffen. Hör auf, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln, sondern begreife, was bzw. wer du bist und welche Rolle du spielst. Und die Rolle spielst du unangetastet weiter. Die lassen wir. Das ist der Unterschied, wenn ich immer wieder sage, der Schauspieler auf der Bühne, der auch wenn er Mörder spielt und es überhaupt nicht gut heißt, was er in der Rolle macht, trotzdem die Rolle weiterspielt, weil die Leute wollen das sehen. Die wollen ihn in dieser Rolle sehen. Aber die, die das anschauen, die mir uns jetzt ausdenken, das ist nur einer, der schaut. Ich will mich in dieser Rolle sehen und in dieser Rolle sehen. Ich bin festgelegt auf den jugendlichen Liebhaber, als auf den weißen Mann. Ich will auch immer der Arschloch spielen. Bin der beste Schauspieler der Welt. Was meinst du, in wie viel Welten, die, wie ich mir jetzt ausdenke, in wie viel Träumen, ich den absoluten Narren spiele oder den superweisen Menschen, der bewundert wird, oder den absoluten Schwätzer, der sich einbildet, der ist Gott. Zumindest in den Augen derer, die mich ausdenken. Ich bin keins davon und alles. Weil ich nämlich du bin. Derjenige, der sich das alles ausdenkt. Jetzt. Wann denn sonst? Stimmt oder stimmt? Also mach dir keine Gedanken, es läuft alles nach Plan. Der, der sich Gedanken macht in dir, das ist dein Zweiter. Das ist dein eigenes Ego. Ja. Das ist der Einzige, der Leid erzeugt. Kann ich immer wieder sagen, dein Werte- und Interpretationssystem erzeugt die Gefühle. Dann werde ich wieder aus nichts zur Zukunftsangst anfallen, auch wenn du sehr gefestigt bist. Und das war immer wieder die beste Medizin. Fang zum Beten an. Das beste Gebet, das immer hilft, scheiß drauf. Wisch und weg. Versuch sofort hier die Gedanken zu verändern. Lass dich nicht drauf ein. Das saugt dich total, das zieht dich wieder da runter. Dann kommst du in eine Phase, dass dir gar nicht um Jan geht, sondern um der Tochter, glaube ich, hast du, ne? Ja. Dass du dann um die Gedanken machst. Dann kommt wieder das Trockennasen auf dem Vordertier in dir hoch. Ja, die einzigen, mit denen ich noch mitleide, sind Jan und Lilly. Die anderen sind wirklich egal, aber wenn ich jetzt mit dem Magen und so... Familie, das ist, wenn du deine Tochter, deinen Vater, deinen Sohn mehr liebst als mich, bist du meiner nicht wert. Hm. Du bist nicht du selbst. Ich bin ja du. Du bist dann in dem Moment nicht mehr du selbst. Du bist so in der Rolle drin, dass du komplett vergessen hast, wer du bist. Bloß der die Rolle spielt, das zu erleben. Das zu lernen. Drum ist es da, dass du das lernst. Und ist es das was Schlechtes, diese Verantwortung?
Aber man übernimmt das immer Verantwortung für irgendwas, aber nicht für alles. Hm. Ich nehme alle Schuld auf mich. Bist du schon ich? Das erscheint noch ganz schön groß manchmal. Sagst du, die Sätze sind so einfach, diese, ich sage immer wieder, diese Märchenfigur Christus, die man uns jetzt ausdenkt, der Jesus von Nazareth ist ja nicht Christus, das ist einfach nur eine Märchenfigur. Jesus von Nazareth ist eine Märchenfigur. Ja. Christus ist ein Symbol. Genauso der Siddhartha Gautama, der Buddha. Buddha ist was anderes wie Siddhartha Gautama. Aber das sind wieder ja dieselben Wörter. Nur, da musst du ebnen, das ist einfach das Mist, diese einseitigen Auslegungen von Wort. Diese großen, wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war, war ich. Das ist so ein riesen Hammerschlag, wenn du verstanden hast, was damit ausgedrückt wird. Gibt's überhaupt einen Abraham, wenn ich ihn nicht ausdenke? Der braucht ja mich. Ich stamme nicht von Abraham ab, als den Urvater. Er stammt von mir ab. Ich stamme nicht von meiner Mutter ab, die mich Trockennasenaffe auf die Welt, weil ich bin nicht dieser Trockennasenaffe. Ich bin der, der sich den jetzt ausdenkt. Meine Mutter genauso wie den Abraham, wie den Jesus. Also sag ich dir jetzt, wahrlich als UP, ich sage dir, ehe der Blaue, jetzt der Blaue, sprechen die UB nicht, ist ja nicht der Lautsprecher. Ehe Jesus war, war ich. Aber, da ich ein blauer UB bin, alles, was ich sage, sage ich, weil du das jetzt träumst. Kann eine geträumte Figur was anderes sagen, wie das, was du träumst? Also ehe ein Uder war, bist du. Das ist meine Botschaft. Das ist das Lamm in der Johannes-Offenbarung, wo der Johannes sich niederkniet und das Lamm anbetet, wenn er sagt, bist du verrückt, Jan? Der Udo ist doch derselbe Brüssel wie der Jan oder wer du auch immer zu sein glaubst. Lass uns den anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Ja, sage ich dann als Udo, dann muss ich mich ja selbst anbeten. Und als Jan sage ich, stimmt, dann muss ich mich ja selbst anbeten, weil ich denke mich doch jetzt aus. Ich denke doch uns aus. Und jetzt musst du diese 4x verstanden haben. Die so tief greifen, nur dieser Trick überragt alles. Ich habe jetzt gesagt, wenn du Karl Renz, ich liebe meinen Karl, den ich mir ausdenke. Das ist einer, der hier, ich könnte jetzt auch sagen, so Anti-Guru-Guru ist. Obwohl er sein Wissen auch bloß nachplappert von Gurus. Wenn du mal die Karl Renz-Videos anschaust, ist ein Pixelmännchen, ein Lautsprecher wie jetzt der Udo. Der geht immer... Eigentlich bei den ganzen Videos geht es bloß um eins, er versucht diesen nochmal einen drüberstehenden zu erklären. Und dann hat er seine Vorträge und dann kommt er auf Fragen von seinen Zuhörern und da ist er mal richtig genervt, weil er dann immer, ja, da muss doch nochmal einer davor sein und so weiter und so fort. Das ist, wo ich sage, der Denker ist, steht einmal vor allem, was er sich ausdenkt, aber in dem Moment, wo wir uns das denken, ist ja der Denker auch schon wieder was ausgedacht. Und sobald mir das bewusst wird, dass es ja gar keinen ausgedachten Denker gibt, wenn ich mir keinen denke, so wie es für den Denker, den ich mir ausdenke, keine Gedanken gibt, wenn er sich keine Gedanken denkt, muss ja dann der, der sich jetzt den Denker ausdenkt, ist ja in dem Moment auch was Ausgedachtes. Da muss ja einer da sein, zuerst einmal, der sich jemand ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt, der sich was ausdenkt. Das ist diese Kette, das versucht der Karl Renz auch zu erklären. Okay? Das ist das Hauptthema bei ihm. Mit seinen Worten, zumindest mit den Worten, die ich ihm zuspreche, wenn ich ihn mir ausdenke. Aber wenn ich jetzt wach bin, wenn ich jetzt wieder als normaler Mensch mit einem Filter, damit als Jan oder wer du auch immer jetzt zu sein glaubst, damit konfrontiert werde, da ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied zum Udo. Er müht sich dann ab, den Leuten, die er sich ausdenkt, das zu erklären. Das mache ich nicht. Ich erkläre das nicht irgendeinen Gedanken von mir. Ich erkläre es denen, der mich ausdenkt. Das ist der Unterschied. Der ist so elementar wie der Kabelstecker, der drinsteckt im Auto oder der weg ist. Ein bisschen Kontakt, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder hast du Kontakt zu dir selbst, zu dieser höheren Ebene, oder du bist nur ein Gedanke und Gedanken sind vergänglich. Ob du Kontakt zu dir selbst hast, kannst du sofort überprüfen, wenn du mich jetzt hörst. Alle, die du dir jetzt ausdenkst, die können mich nicht hören, selbst wenn sie das behaupten. Jetzt machen wir einen Sprung. Ich blätter zurück. 20 Jahre Almena. Ich stelle mich hin. Ich wiederhole immer dasselbe. Meine Botschaft, jetzt denkst du dir an Zahl, da sitzen was, was ich jetzt 100 Mann drin. Meine Botschaft richtet sich nur an den, der mich jetzt sprechen hört. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, und du glaubst, du bist jetzt in Almena, kann man Namen austauschen und du hörst dir den Vortrag von dem Udo an. Um dich herum sitzen andere Menschen. Du glaubst, die hören mich auch.
dann wird es für dich so sein. Und ich garantiere dir, bloß du hörst mich. Wenn du das jetzt überprüfen willst, habe ich jetzt übrigens erst wieder raumzeitliches Beispiel am Stammtisch gemacht, dass ich sage, du kannst jetzt mal angenommen, wir sitzen zu 4 zu 5 am Stammtisch, da ist der Gerhard dabei, die Kerstin dabei, ich erkläre jetzt das und ich rede, ich schaue jetzt sind beim Reden den Jan an, okay, dann soll ich, wenn du jetzt meinetwegen jetzt meinst, die Kerstin hört mich auch, frag sie doch einmal, dann fragt der Jan die Kerstin, hörst du den Udo auch sprechen? Dann wird die Kerstin wahrscheinlich sagen, jetzt ohne Holo-Feeling wissen, ja selbstverständlich höre ich den Udo. Die Kerstin wird bloß das sagen, was du dies niemand glaubst, weil das nämlich eine Figur ist, die du mit deiner Logik aufschmeißt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Die Figuren auch. Du magst Blackboxen, meine Sache mit der Kiste, Jan. Denk an eine Kiste. Die entsteht in dem Moment, wo du die denkst. Gilt es dasselbe nicht für jeden Menschen, den du denkst? Der Witz ist bloß, dass wenn du an Menschen denkst, bei der Kiste ist dir klar, wenn ich jetzt auch denke an der Kiste, dass die jetzt entsteht. Jetzt soll ich jetzt denken an die Kerstin. Wo ist jetzt der Unterschied? Denk an deine Tochter. Jetzt denk an Schneewittchen. Was ist der Unterschied? Glaubst du, dass deine Tochter jetzt irgendwo da außen rumläuft? Glaubst du, dass Schneewittchen da außen rumläuft? Schau, was du glaubst, das heißt, es nur anschauen. Das Gefühl des sicheren Wissens entsteht durch deinen Glauben und nicht, weil das hundertprozentig sicher ist. Das löst sich alles in nichts auf. Es löst sich in dem auf, der du selbst bist. Ganz einfache Worte. Das gilt für jede existierende Sache. Sie wird zerstört in dem Moment, wo du an das Nächste denkst. Jetzt solltest du dich eigentlich fragen, was ist da in mir drin, das mit aller Gewalt versucht, das zu verhindern, dass ich das glaube. Das ist der Glaube, der sich selber versucht, am Leben zu halten. Wir nennen das Ego. Es gibt nicht so niemanden, den du dir ausdenken könntest, der in dir in Erscheinung tritt, der mächtiger ist wie du selbst. Aber Holo-Feeling heißt, dass du das alles selber bist. Das sind Puzzlestückchen von dir selbst. Alles, was du deinem Nächsten tust, in der Rolle des Menschen, der du zurzeit spielst, tust du dir selbst, im Positiven wie im Negativen. Das ist die Gerechtigkeit. Also mach dir da keine Gedanken. Die göttliche Gerechtigkeit, die müllen malen ganz langsam und es zieht sich über viele, viele Leben. Über viele Bücher. In dem Moment, wo du jemanden übers Ohr haust, ist dieses Leben von dem Menschen auch ein Buch in dem Bücherregal, in deinem Bücherregal. Du wirst irgendwann einmal dieses Leben leben. Ich sag dir sogar, wann das sein wird, immer jetzt, weil jede Seite, jeder Moment ist jetzt. Das ist ein Komplex, den die meisten Menschen nicht fassen können mit der jetzigen Logik. Und dann taucht dann der Jan in dir auf und der schmiert dich aus. Oder du wirst irgendjemandem selbstlos helfen. Und dann wirst du genau der sein, dem geholfen wird. Aber da alles aus dir kommt, musst du das alles selber machen. Das Positive wie das Negative. Und das ist wie beim Schauspiel, wo ich sage, ich will mal einen guten spielen und wie ich einen bösen spielen. Aber das Bücherregal ist wieder bloß eine kleine Facette in meiner göttlichen Bibliothek. Und wenn du irgendein Puzzlestück, irgendeine Kleinigkeit, das ist so eine tiefe Metapher, wenn du an einem Puzzlestück, an einem Einzelteil einer größeren Ordnung, wenn du das Puzzlestück wegschmeißt, zerstörst du die heilige Ordnung von dem Größeren, wo das Puzzlestück hingehört. Wenn du die Form des Puzzles veränderst, zerstörst du auch die Ordnung, weil dann kannst du es nicht zurücklegen. Ein Puzzlestück, das übrigens verborgene Harmonie der Dinge niemals aus diesen heiligen Ordnung herausgenommen werden kann. Du kannst die Bilder nicht aus einem Film herausnehmen oder die werden nicht herausgenommen, wenn die auf dem Bildschirm erscheinen. Sie werden nur rausgespiegelt. Das heißt, im Spiegel, in unserem Rai, Rai ist der Kopf des Schöpfergottes. Im Spiegel ist das, was hinterm Spiegel erscheint, ist im Spiegel. Das herausgenommen wurde, ist das vorm Spiegel, der vorm Spiegel steht. Deine materialistische Logik dreht es wieder auf den Kopf. Stimmt oder stimmt? Stilles Eingeständnis und Schweigen. Noch Fragen? Ja, du weißt ja, unendlich. Du, das lass, es ist alles schon beantwortet. Du ja. Lebst doch das Leben. Sei neugierig, du machst mir viel Spaß.
Schau, da können sich wieder viele über den Amaretto aufregen. Es ist immer der Amaretto, wie ist das so schön? Das ist der kleine Junge, der hier mit dem Brennglas auf dem Ameisenhaufen sitzt. Ich mache immer lieber mit einem Strohhalm und reinbohrt und dann wimmeln die Ameisen rum und haben eine panische Angst. Und dann musst du sagen, ich tue euch doch gar nichts. Warum riecht ihr euch so auf? Auch eine Rolle. Immer wieder mit der Freude und der Angst. Das eine auch, wenn du fragst, angstfrei. Das ist wie mit gesund. Gesund ist nicht heil. Gesund und krank und heil ist was ganz was anderes. Mhm. Das ist wie Kreis und Dreieck und Kegel. Das ist ein neuer Zustand. Das ist die Glückseligkeit, rot geschrieben, ist ein Zustand. Das ist das, was du erreichen musst, diese heitere Gelassenheit in einer hundertprozentigen Gewissheit, dass mir selbst, rot geschrieben, überhaupt niemals irgendetwas passieren kann. Ich darf das immer wieder was Neues erleben. Aber wirklich Neues kann ich nur erleben, wenn ich das Alte dafür opfere. Aber was mache ich jetzt, wenn ich eine Logik habe, die an Sachen festhält, die mir was nicht loslassen will? Dann bist du in dem Frame, in dem Gefängnis. Ist alles Mögliche. Ich brauche doch, ich kann doch nicht. Mein elektrischer Weidezaun, wo sich jeder festhält, weil er meint, er ist lebensspendend. Und jammert laufend rum, dass er so Schmerzen erzeugt. Der beste Weg ist, frei zu werden, dir zuerst einmal klar zu machen, wie unendlich geistlos die Menschen sind, die du dir ausdenkst. Es ist geistlos, ist losgemachter Geist. Dann hast du wieder Esoteriker, die sagen, das ist doch alles Geist. Ich sage, nee, großer Fehler. Wenn ich Geist mit 200 Gramm rote Gnede festsetze, 200 Gramm rote Gnede sind als Ding an sich keine Kaffeetasse oder kein Teller oder keine Figur. Das sind Formen der 200 Gramm roten Gnede. Aber die 200 Gramm rote Gnede ist was anderes wie eine Kaffeetasse. Kaffeetasse ist eine Form. Die Gnede ist Substanz. Du bist rot geschriebene Substanz. Die Objekte sind nur Formen. Formen von dir selbst. Das bedeutet Holophilic. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher, nicht diskutierbar, nicht verhandelbar. Und das jetzt jemandem erklären zu wollen, was du feststellst, das reduziert sich mittlerweile in deinem Umfeld auf eine Handvoll Leute. Wobei diese Leute, wie ich immer sage, die mit ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, man das auch nicht verstehen, aber man kann sich zumindest ein bisschen über verschiedene Perspektiven austauschen, weil man jetzt schon merkt, wir haben das, was ich mit Holofeeling versucht zu erklären, dass egal, mit welchen Leuten du jetzt als Trockennasenaffe zusammensitzt, dass da nur ein Allereinziger ist, der das erlebt und sich das ausdenkt. Aber natürlich immer nur durch die Filter dessen, der man zu sein glaubt. Und dadurch wird es sehr vielfältig. Ich kann übrigens auch ein Buch von verschiedenen Menschen leben lassen und jeder Mensch wird dasselbe Buch komplett anders interpretieren. Deswegen sind die Filter noch nicht abgestellt. Das ist jetzt sehr tief, was ich dir gesagt habe. Die Fähigkeit, vollkommen wertfrei zu schauen, das ist übrigens nicht mit Wissen verbunden, sondern mit Bewusstsein. Um zu sehen, was jetzt da ist, brauche ich überhaupt kein Wissen. Ich muss bloß schauen. Ich muss reinschauen. Sehr interessant, wenn man die Vordersprache versteht. Ich muss nur schauen, was jetzt ist. Und dieses permanente Geplänkel, was richtig und verkehrt ist, ich habe so ein Gespräch, jetzt ein Gedanke, fällt mir gerade ein Gespräch mit dem Ugo geführt, ganz kurz. Und der hat dann was Schönes, habe ich reingestellt. Der hat was sehr Schönes gesagt, dieses Pixelmännchen. Ich kann dir fast nicht zuhören, weil laufen plappert's in meinem Kopf. Kann sich erinnern, das ist eine ganz tiefe, und dann sage ich zu ihm, das ist doch schon der erste Ansatz vom Bewusstsein, dass du merkst, dass du Geist, den Udo zuhören willst, und fast nicht richtig zuhören kannst, weil der Ugo laufend in dir plappert und interpretiert, zum Beispiel, das verstehe ich nicht und da komme ich jetzt nicht mit und so weiter. Wenn der tot ist, dann hörst du das, was ich sage. Und darum habe ich dir das eingespielt. Namen sind wieder austauschbar. Mhm. So, jetzt lassen wir es gut sein. Oder hast du noch Fragen? Das war ja auch so. Er schreibt dann hier, ja, du sagst, ich soll nur geistreiche Fragen stellen, geistlose Fragen. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Ja, das ist ja. Das ist Frage der Kategorie 2. Hör auf, eine Einseitigkeit zu wollen. Es gibt Geist
ist ewig und geistlos, losgemachter Geist ist vergänglich. Das sind die Gedankenwellen. Es gibt aber keine Wellen ohne Meer. Okay? Jetzt ist natürlich immer wieder, wo ich sage, dieses Meer, das man sich ausdenkt, ist aber in dem Moment auch schon wieder ein Objekt. Darum verstehe die Symbolik mit dem Rot. Und das ist immer wieder, du landest immer im Nichts. Gibt es einen Traum ohne einen träumenden Geist? Nein. Was ist aber ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Mit Sicherheit nicht ein Mensch, der da liegt, weil das ist kein träumender Geist, das ist ein Objekt, das ist ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Du kannst jetzt denken, träumt er oder träumt er nicht, wenn ich ihn mir ausdenke. Es ist vollkommen, ist eine Frage der Kategorie 2, die dich überhaupt nicht weiterbringt. Das ist einfach Gedanke von dir. Schau, was jetzt ist. Wo ist der Gedanke, wenn du ihn nicht mehr denkst? Und Gedanken sind Kisten. Menschen sind Kisten. Denk dir Kiste und ich frage dich, was ist in der Kiste drin? Da ist erst was drin, wenn du dir was reindenkst. So, jetzt nehme ich für das Wort Kiste, sage ich Mensch, menschliches Gehirn. Was glaubt der? Dann wirst du plötzlich merken, dass der Zweite in dir sagt, ich weiß ja nicht, was der weiß. Ich weiß ja nicht, was der glaubt. Das ist wie wenn du dir jetzt eine Kiste denkst und sagst, ich weiß ja nicht, was in der Kiste drin ist. Das sind normale Menschen, die sind krank, das sind Wahnsinnige. Zumindest vollkommen geistlose Kreaturen, weil sie vergessen haben, wer sie selbst sind. Stimmt oder stimmt? Wenn du das übrigens einmal verstanden hast, wirst du dich in deiner Rolle niemals groß machen. Dann dienst du. Und wen dienst du? Gott? Immer dir selbst. Egal, was ich meine Nächsten tue, mache ich für mich. Dann hast du vielleicht auch bloß einen Wunsch, dass jeder letzten Endes für dich in Notfällen das tun würde, was du bereit bist, für jeden anderen zu tun. Da kriegt jetzt das Ausländer-Thema, kriegt einen vollkommen neuen Charakter. Das, was du deinem Nächsten tust, jetzt haben wir natürlich auch wieder diese Gespaltenheit. Gute Liebenswerte, wenn du konfrontiert wirst, aber natürlich auch unheimlich viele Verbrecher. Weil das eine gibt es nicht ohne das andere. Ja, die Guten, die Netten, die sind ja alle okay, aber die Verbrecher. Merkst du nicht schon wieder, dass du Einseitigkeit anstrebst? Wie oft habe ich schon gesagt, in dem Moment, wo du eine Kleinigkeit in Kabelstecker abziehst, spricht die ganze Heiligkeit zusammen. Die göttliche Bibliothek. Wir machen die Verbrecher raus. Wenn wir die Verbrecher rausmachen, wird es auch keine Polizisten nötig sein und dann fallen die ganzen Krimis aus unserer Bibliothek raus. Die Schizophrenie der Menschheit, die so geldgeil geworden ist, jetzt als bewusst erschaffener Fehler, ja. Dass wenn wir jetzt Ärzte, pass auf, wir werden einmal geistreich, machen mal ganz geistreiche, raumzeitliche Lösungen, die man natürlich jetzt, wo ich sage, die Fehler müssen wir nicht abstellen. Wir machen mal Ärzte, dir sollte klar sein, auch beim Schöndenken, selbst wenn du Arzt bist, dass sich alles nur noch ums Geldverdienen dreht. Das heißt, der Sinn der Medizin ist ja angeblich, die menschlichen Krankheiten am besten auszurotten. Das ist übrigens auch schon wieder was nicht haben wollen. Da wird es keine Arztromane geben. Die Pharmaindustrie, die entwickelt ja das Zeug, um die Krankheiten zu bekämpfen. Aber dir sollte natürlich klar sein, dass das ja alles börsenorientierte oder zumindest Geldverdienunternehmen sind, dass die ihre eigene Einnahmequelle zerstören würden, wenn sie ihre angeblich so edlen Ziele nicht erreichen, also diese anstreben. Okay? Stimmt oder stimmt? Gibt Zeichen, bist du noch dran? Ja. Jetzt pass auf. Ich mache jetzt einmal einen Vorschlag. Also, dass das alles Lüge ist, müssen wir gar nicht reden. Dass hier wirklich Krankheiten Erfindungen sind, die immer wieder neu erfunden werden, kannst du in jeder Statistik, in jeder seriösen Statistik jetzt normal raumzeitlich ausgedacht nachlesen, dass die Krankheiten sich die letzten so und so viele Jahre verdreifacht haben, übrigens auch die Anzahl der Ärzte. Also von wegen Krankheiten zu eliminieren in der Menschheit, die wir uns ausdenken, ist schlichtweg und einfach eine Lüge. Ob das jetzt einer, den ich mir denke, glauben will oder nicht glauben will, das hängt davon ab, was ich glaube, was die denken. Unbewusstheit. Das lass die Figuren in deinen Traum, es geht nur um dich, nur um dich, hast du es verstanden, dass das eine Lüge ist. Egal wer oder was du jetzt für eine Rolle spielst, die wollen, da will keiner Krankheiten abschaffen, das ist schlichtweg eine Lüge, weil in dem Moment, wo die Krankheiten abschaffen, die Pharmaindustrie, die Krankenhäuser, auch die ganzen Pflegeberufe, dann werden die arbeitslos, dann verdienen sie kein Geld mehr, es wäre Chaos für die. Innerhalb dieses logischen Systems.
Es wird aber eine Lösung geben bei Ärzten. Ich habe schon mal ein Beispiel gebracht, wenn wir jetzt sagen, wir würden Ärzte wie Polizisten Beamte zu Beamten machen. Der Ziel ist schlichtweg und einfach, Krankheiten abzuschaffen. Das sollte ihr Ziel sein. Das wäre jetzt, wenn wir jetzt sagen, das ist immer der Gemeinde zugeordnet. Wir haben, meinetwegen, ich bleibe Weißenburg. Weißenburg wäre jetzt die Stadt. Das ist der Oberbürgermeister. Wir haben einen Krankenhausdirektor. Und der muss immer Meldung machen, weil wir von Weißenburg im Weißenburger Krankenhaus sind. Und das Ziel, das anzustreben ist, dass er am Monatsende sagt, man kann alle einzigen Patienten im Krankenhaus, weil in Weißenburg keiner krank ist. Okay? Die Idee damit hatte ich auch schon. Aber jetzt, ja, das ist das Ideal, das ja angeblich versucht, mehr die Krankheiten auszurotten. Ja. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man das jetzt so setzt, dann würden die ja nichts mehr verdienen. Genau. Ist aber kein Problem, nicht? Wir drehen das um. Pass auf, die müssen ja jetzt bezahlt werden. Wir können selbst das Ganze mit den Krankenversicherungen ganz normal weiterlaufen lassen. Denn ihr Ziel sollte wirklich sein, dass keine mehr krank sind. Die kriegen ihr Geld natürlich, ihr Gehalt weitergezahlt. Ja. Bloß, das ist jetzt Bonus für erbrachte Leistung. Das heißt, dann können die Ärzte den ganzen Tag Golf spielen, wenn sie wollen, müssten immer arbeiten. Das würde der Menschheit jetzt dem Staat keinen Pfennig mehr kosten, wie es jetzt kostet. Genau. Aber zumindest würde sich die Kosten nicht permanent erhöhen, weil immer mehr krank werden, weil die sich immer neue Krankheiten einfallen lassen, mit denen sie angeblich nichts zu tun haben. Jetzt sind wir wieder dabei. Krankheiten, die sich jemand ausdenkt. Die Ursache für diese Krankheiten ist zuerst einmal der, der sich die Krankheiten ausdenkt. Grieche, die sich jemand ausdenkt. Die Ursache für ausgedachte Grieche ist zuerst einmal derjenige, der sich Grieche ausdenkt. Wer denkt sich jetzt zum Beispiel den Krieg zwischen Israel und den Palästinensern aus? Wer denkt sich hier den Irakkrieg aus? Wer denkt sich den Zweiten Weltkrieg aus? Egal, wo du dir das jetzt räumlich oder zeitlich hinträgst, du stehst vor einem göttlichen Richter. Könntest du das beschwören, dass die jemals gegeben hat? Du würdest schon wieder Meinheit schwören. Darum habe ich gesagt, reduziere dich, dass du nur noch zum Denken das benutzt und glaubst, was du wirklich jetzt in der Personifizierung mit ständigem Wechsel vom Kind bis jetzt mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Leib erlebt hast. Das sollst du sagen, das kann ich beschwören. Alles, was ich von Hören sagen kenne, kann ich auch beschwören. Aber ich kann nur beschwören, ich habe das in dem und dem Buch gelesen. Ich habe das da gelesen oder ich habe das in dem und dem Film gesehen. Das kannst du auch beschwören. Du kannst aber nicht beschwören, dass das unabhängig von dir irgendwo war, bevor du es angeschaut hast. Das kannst du glauben. Aber das ist wieder ein Glaube, ein für Wahrheit. Wenn du vor dem Richter stehst und du sagst, ich glaube, das war so und so, dann sag ich, guter Mann, mich interessiert nicht, was Sie glauben. Haben Sie es gesehen oder haben Sie es nicht gesehen? Glauben heißt für Wahrheit. Mich interessiert nicht Ihre Meinung. Ich will wissen, ob Sie es gesehen haben. Das ist der Maßstab, den ich mit Holofeeling fordere. Und dann sind die Atome, dann sind 99% der angeblich 100%ig bewiesenen Sachen der Naturwissenschaften vom Tisch. Vom heliozentrischen Weltbild angefangen bis zum Urknall. Es sind Märchengeschichten. Und ich wiederhole nochmal, Märchen sind das Wertvollste, was du zurzeit in deinem Intellekt besitzt. Mach deine angeblich historische Geschichtsschreibung, mach die zu Märchengeschichten und versteh die Metaphern. Wie oft habe ich die Sache mit dem Zweiten Weltkrieg? Das ist wie wenn ein Bauer ein Feld umackert. Danach wächst es besser. Erzähle ich nicht nochmal einfach Holofeeling, die Ohrenbohrungen und die Selbstgespräche anhören. Es ist viel, es ist einfach nur viel, aber der Kernaussage ist extrem einfach. Und jetzt kommen wir wieder am Anfang des Gespräches. Der andere Jan, wie er jetzt wieder mal beim Udo aufgetaucht ist, der hat gesagt, Udo, jetzt bin ich über 40 und jetzt erst wirklich verstehe ich, was du gemeint hast. Dass diese einfachen Sätze, nicht das Wörteraufhängen, der hat eigene Bücher über die Buchstaben geschrieben, da ist die große Masse, ist nichts, was er von mir nicht damals war, unheimlich viel bei mir, was er nicht gehört hat. Er hat es selber geschrieben und hat es komplett eigenständig gemacht. Aber da kann im Hintergrund, die ganzen Auslöser, ist alles diese eine Quelle. Da ist da in seinem Traum ein Udo gewesen, aber den hat er sich ja ausgedacht. Das hat er alles von mir. Es gibt nicht so niemanden, der irgendetwas wissen könnte, den ich mir ausdenke. Wo meinst du, wo Platon oder Einstein seine Erkenntnisse her hat? Von dem, der sich den Einstein und den Platon ausdenkt und dem diese Erkenntnisse zuspricht.
Das ist übrigens so unglaublich, das klingt, das ist hundertprozentig sicher, das bist du. Und wenn du die Erkenntnis vom Einstein reduzierst, dass du sagst, ja, der hat die Relativitätstheorie entdeckt, da gibt's nichts zu entdecken, dann hast du bloß sehr oberflächlich was rezitiert. Ja, alles läuft nach Plan, zumindest nach meinem. Ob es schon nach deinem Plan läuft, musst du dich überraschen. Ja, ziemlich krasser Plan auf jeden Fall. Geiles Zeug, nimm noch einen zu. Du bist doch alter Kiefer. Das ist aber starker Shit. Nimm noch einen zu. Ich war. Das ist ja jetzt schon ein paar Monate nicht mehr. Ja, ich hab... Es ist alles Erfahrungen, aber die machen nicht satt. Nö, auf keinen Fall. Weißt du, das ist immer wieder zu glauben, irgendwas Ausgedachtes führt dich zu dem, was du schon bist. Das, wo ich immer sage, die ganzen Gurus, da mag viel rezitierte Weisheit dabei sein, elementares Grundwissen, was eigentlich gar nicht kompliziert ist, das du in allen Religionen findest. Aber sobald die anfangen mit irgendwelchen Techniken, sobald jemand eine Technik ansetzt, dann will er irgendwas erreichen, was er angeblich noch nicht hat. Ja. Und gerade in dem geistigen Sachen, ob wir das Beten nennen oder Meditieren nennen, man will einen Zustand erreichen, und ich sage jetzt nochmal, diesen Zustand wirst du niemals erreichen können, weil du das schon bist. Weil der schon ist, das ist das ewige Hier und Jetzt. Du willst mit einer Technik das ewige Hier und Jetzt erreichen. Du willst die Heiligkeit erreichen, die du bist. Den Geist, der du bist. Das ewige Leben, das du bist. Das aus ständigem Wechsel von Bildern im Hier und Jetzt. In der Zukunft gibt es nichts, was zum Erreichen ist. Egal, wo du dir was räumlich oder zeitlich hindenkst, das ist jetzt, weil es ist, weil du es denkst oder weil du es anschaust. Wenn du woanders hinschaust, ist es wieder weg. Das ist das Einzige, was du verstehen musst, wenn du das akzeptierst und dann erkennst, dass der einzige konstante Parameter bei der ist, der schaut, der sieht. Egal, ob du jetzt Gedanken anschaust oder sinnlich wahrgenommene Informationen. Du schaust immer deine eigenen Informationen um. Was sogar der Naturwissenschaft, die Materialismus dir vorschreibt. Ja, dafür muss sich halt alles leben und alles stellt sich als Sackgasse raus. Ich sag doch gerade immer wieder, die asiatische große Falle in den asiatischen Glauben, den wir dann an unsere Parteien Auge schmecken, hören, sind Spezialisierungen. Aber da fällt halt in jeder Religion, fällt, wenn man mal über die Grundannahmen, die ja immer gleich sind, über die Spezialisierungen reingehen, im Asiatischen mit der Reinkarnation, dass man die Reinkarnation abstellen will. Du stehst vor einer riesengroßen Bibliothek oder Videothek und du sagst, hoffentlich, wenn ich jetzt das Buch zu Ende, wenn ich den Film, dieses Videospiel zu Ende gespielt habe, hoffentlich kann ein neues Spiel spielen. Das wäre doch so unendlich geil, wenn du weißt, dir selber kann nichts passieren. Verstehst du? Wenn du die Gewissheit hast, dass du ewig bist und dir nichts passiert, dass sich nur immer die Rolle verändert, die du spielst. Oder dann die Geschichte und die Rollen sogar wechseln kannst. Das ist kein Science-Fiction, das ist das, was schon immer war und was immer sein wird. Wobei ich jetzt gleich wieder das richtig stellen muss, im Meer ist überhaupt nichts. Es ist bloß immer das Existieren, was aus dem, der immer ist, auftaucht. Aber alles, was auftaucht, ist immer, war immer und wird immer sein. Auftauchen tut es immer jetzt. Und es taucht immer hier auf. Punkt. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Merkst du, das muss man wiederholen. Das reicht einmal hören, zweimal hören. 10-mal hören reicht nicht aus. Da muss man hartnäckig sein. So wie das Ego. Wie du schon sagst, nur einer ist mächtiger als das Ego. Ein spielerischen Kampf. Ja. Mach mich zu deinem Sparringspartner. Und da wirst du immer wieder merken, mein Bestreben ist als der, der ich bin. Es ist bei vielen Lehrern und Professoren, die wollen zwar, dass ihre Schüler gut abschließen, aber keiner lässt einen Gott neben sich gelten. Wenn du dich intensiv mit den Ohrenbohrungen und mit dem Menschen Udo beschäftigst, mein einziges Bestreben ist, dass du wesentlich besser wirst wie ich, wenn du wach wirst. Du willst ja eigentlich, dass ich es möglichst ohne den Udo schaffe. Genau so ist es, dass du wesentlich besser wirst wie ich. Das ist Weiterentwicklung. Dass die Schüler, die müssen, wenn sie sich weiterentwickeln, wesentlich über ihre Lehre hinauswachsen. Aber immer auf dem Wissen der Lehrer aufbauen. Okay,
Also spiel noch eine Runde des Lebens, das du zu spielen hast. Ja, keine Scheiße, Wahl. Darf ich bloß mit dem Dreck wegräumen. Ja, vielen Dank, wa? Ciao. Machst du mach das Gespräch, wenn du hast, schick mir das oder stell das in den Chat rein, sei so nett. Ich schick dir das rüber. Wer hat die Datei? Mach das, du kannst da direkt in den Chat reinstellen. Ja, ich hab's ja auf dem Aufnahmegerät. Ich muss das erst in den PC und so. Du musst Datei machen und dann stellst du das rein, dass Heiko und der Rido eventuell da YouTube machen davor. Ja. Für ihre Kanäle. Alles klar. Kann man eventuell den, der du selbst bist, partizipieren lassen in einer anderen Figur? Ja. Hast du genau gehört? Ja, ich weil bin ja... Weil das sind ja Etihad-Filter und da gibt's ja Kerstin-Filter und... Genau. Es ist ja immer für denselben. Der, der uns jetzt ausdenkt. Der sich in viele teilt. Nicht für die Menschen, die wir uns ausdenken. Okay? Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.